Live, bam, so schaut's aus. Wir haben ein bisschen umstrukturiert. Kommen wir gleich dazu. Jetzt warten wir noch einen Moment, bis ein paar Leute da sind, dann können wir das ein bisschen erörtern. Hier ein bisschen Kakao. Frühstück haben wir auch gerade schon. So, Georg kommt auch gleich. Ist schon im Anmarsch hinten. Dort. Komm ran, die Leute warten schon. Ja. Natürlich ist der Das schon da. Servus. Hat auch schon ein Like da gelassen. Genau, also wir haben uns entschlossen heute, wir werden das live machen. Wir wollten eigentlich ein Video davon machen. Aber wir haben gesagt, wir werden es jetzt mal so machen. Wir werden mal die nächsten 2, 3 Wochen das so machen, dass wir kein Video machen. Beziehungsweise schon auch Videos, aber die zeigen wir noch nicht. Wir werden mal die nächsten 1, 2 Wochen Livestreams machen. Möchten dann auch ein bisschen mal versuchen, Content ein bisschen zu erweitern. Das heißt, wir werden jetzt nicht nur YouTube live streamen, wir werden auch mal auf Twitch live streamen. Einfach um das auszuprobieren. Ne? Weil wir wollen uns natürlich ein bisschen erweitern, sag ich mal. Man muss ja ein bisschen, ne, kreativ bleiben. Hier ist übrigens die Wasserpumpe, die kann man so. Ja, geiler Mord. Was genau das? Ja, wegen Livestreams wahrscheinlich, Ja? das gefällt ihm schon. Ja. Live ist immer schön. Ne, wir wollen einfach ein paar Livestreams machen, weißt du, weil diese, sag ich mal, Videoarbeiten, Schneiden, Drehen und so, das kostet halt auch viel Zeit. Beim Livestream kann man ein bisschen mehr mit den Leuten, sag ich mal, mit den Leuten ein bisschen mehr reden und wir haben halt auch nicht so die Mühe, sage ich jetzt mal, ewig jetzt Videos zu schneiden. Weil jetzt ist Sommer, weißt du, wir wollen im Sommer ein bisschen auch Freizeit genießen. Wir wollen jetzt Ja. nicht nur zu Hause sitzen, Videos schneiden und das ist halt viel Arbeit, ne? Und momentan, wie gesagt, privat sowieso viel zu tun und deshalb haben wir gesagt, wir machen jetzt mal ein bisschen mehr Livestream-Zeug. Ist ja auch ein Video im Endeffekt, aber halt live, also sprich, man Ja. kann sich das auch die ganze Zeit anschauen. Ich werde die auch nicht löschen, die Videos. Missgeschicke, wenn vielleicht passiert. Genau, wir machen halt diese Livestreams, die wir jetzt machen, die lassen wir auch online. Ich habe ja früher immer die Livestreams aufgeschalten, dann nach einer Zeit. Aber die sollen wir, das sind jetzt einfach Videos, aber halt live, ne? Wo man ein bisschen mitdiskutieren kann. Genau, chillig reparieren. Wir werden jetzt auch, wir haben uns gerade vorhin schon ein bisschen unterhalten, den Computer haben wir eh schon mal gesagt, wir wollen einen Computer besorgen, dass wir das ein bisschen besser aufbauen können, dass es auch ein bisschen schöner ausschaut für euch auch und vor allem qualitativ dann auch besser ist. Wir Apropos haben, Quali, wie ist denn jetzt die Quali? genau das, wie schaut denn die Quali aus? Läuft das gut? Weil wir haben jetzt ein bisschen was ausprobiert. Ja, wir haben auf euch gehört und haben jetzt einen Hotspot gemacht. Genau, wir probieren das jetzt gerade mal aus mit dem Hotspot. Also sprich, ich kann jetzt frei beweglich in der Werkstatt rumlaufen, habe immer die gleiche Qualität. Also normalerweise sollte es passen. Top, alles gut, okay. Also die dürfte es jetzt auch nicht verändern, weil ich jetzt nicht direkt über mein Handy gehe, sondern über den Georg sein Handy. Der hat das als Hotspot eingestellt. Servus, Uli. Servus, Uli. Und jetzt sollte die Qualität gleich bleiben. Wir werden das jetzt ausprobieren. Wie gesagt, wir werden noch einen Computer besorgen. Dann kann man das auch hier schöner machen mit den Alerts und mit den... ja, ich mache das wieder mit diesem Rahmen hier unten, ne, wo man halt sieht, aktuelle Abonnenten und das ganze Zeug, was ich schon mal gemacht habe, damit es einfach eine schöne Oberfläche hat, das Weil wenn Ganze. man Livestream kommt, dann soll es schon mal besser aussehen, Genau, professioneller halt. genau. Wir wollen halt einfach ein bisschen, wie gesagt, umstrukturieren. Ja. Momentan ist eh viel im Umbau, sag ich mal, dann können wir das auch gleich mit angreifen. Gut, also den Caddy habt ihr ja gestern schon gesehen. Wie Ja. gesagt, wir wollen heute hier die Wasserpumpe austauschen. Die ist bei dem sehr undicht. Also Ja. Kühlmittel ist gar keins mehr drin, läuft auch aus. Der Boden Ja. war heute Morgen voll. Ich habe es schon zusammengewischt. Für mich ist es ab frisch von der Werkstatt, ganz einfach. Genau, also laut Werkstatt wurde das. Letztes Jahr. Genau, nee, vorletztes, also 2020. Ach so, 2020 ja. wurde Okay. der Zahnriemen komplett mit Wasserpumpe und alles ausgebaut. Das Problem ist halt einfach, dass es komplett undicht ist. Also entweder haben sie gepfuscht beim Einbau, was ich jetzt mal davon ausgehe, weil normalerweise nach 2 Jahren geht es nicht. Dirk, Servus, guten Manche fahren Morgen. mit 10 Jahren. Frühschoppen, ja, ich habe hier mein Frühschoppen, schau. Das ist mein Frühschoppen. Milchdrink. Ja, klingt auf jeden Fall nach, also er hat sehr, sehr starken Wasserverlust. Hat jetzt auch keins mehr drin, wie gesagt. Man braucht das Und noch nicht abdrücken, weil das ist das seht ihr auch eindeutig. gleich unten an der Ölwanne, weil ich habe schon vorher ein Foto bekommen von der Besitzerin. Und es schaut schon krass aus. Wir machen gleich den Unterbodenschutz ab, dann könnt ihr euch das selber mal anschauen. Da seht ihr mal, wie das Das ausschaut. Auto stand ja in der Werkstatt und am nächsten Tag war Wasser jetzt Ja, drin. der Boden war komplett voll Ja. mit Kühlmittel. Habe ich erstmal Weil ich habe aufgewischt. gesagt, komm, mach mal Kühlmittel rein gestern. Schau mal, wo er dann undicht ist. Und ich Ja. dachte, das ist gleich wieder weg, der ganze Ist Mist. alles leer. Fertig, die Milch macht es, genau so Okay. schaut es aus. Na, ab und zu mal brauche ich schon Kakao. Ja. Gut. Ich weiß nicht, wie fangen wir an? Von oben kann man jetzt eh noch nichts sehen. Ich würde sagen, wir heben erstmal hoch, dann machen wir den Unterbodenschutz weg, damit ihr mal seht, die ganzen Kristalle, weil Kühlmittel wird ja, wenn es trocken wird, so Ja. kristallmäßig. Ne? Und wir werden auch
nicht nach Reparaturleitfaden arbeiten, weil es ein bisschen noch aufwendiger ist und noch mehr ausbauen. Genau. Wir zeigen euch, wie wir jetzt da vorgehen, nur die Wasserpumpe zu wechseln. Genau. Also Zahnriemen brauchen wir nicht tauschen, weil der ist ja wie gesagt erst 2 Jahre alt, also der ist auch völlig in Ordnung. Der ist nicht aufgeweicht oder so. Nix, der schaut noch sehr gut aus, seht ihr ja sowieso nachher. Ja. Aber das Problem ist halt einfach, dass wir die Wasserpumpe austauschen möchten, weil da die Dichtung undicht ist. Genau. Also Dichtung oder das Rad oder billig, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es Conti rein. Fahren wir es erstmal hoch. Fahren wir es erstmal hoch. Also wie gesagt, Motor wisst ihr ja. Ich nehme euch mal hier mit. Kann ich später wieder anstecken. Motor ist halt 2 Liter, ne? Pumpe Düse, 140 PS. Und wie man jetzt hier auch schon sieht, da ist kein Kühlmittel mehr drin. Ne? Ganz da unten am Rüssel, ganz bisschen rosa noch. Aber der ist halt komplett leer. Und das liegt halt einfach daran, dass das alles ausläuft. Wie gesagt, das sehen wir später aber noch ein bisschen besser mit Licht und so. Aber da seht ihr auch Kühlmittelbehälter fast komplett leer. Da ist nichts mehr drin. Fangen wir an. Uli, servus. Achso, haben wir schon gesagt, Uli. Dirk ist gekommen. Dirk, da ist Uli und noch jemand. Warte mal. Stuhl weg. Genau, BMM-Motor. Da muss ich erstmal gambeln. Ja, passt schon, oder? Ja, für dich ist er von der Höhe. Für dich ist er Vorteil, jetzt kann er nur gambeln jetzt. Oh, der Dars hat gewonnen. Glückwunsch. Wir nehmen uns erstmal den Reifen runter, weil wir nachher auf die Kurbelwellen schalten müssen. Zum Drehen, damit wir die OT-Stellung haben. Nehmen wir uns erstmal die Felge runter. Pack's halt. Warte mal, ich helfe dir. Aber brauchen wir nur den Reifen unternehmen, ne? Drüben ist unsichtbar. Der Wasserpumpe sitzt ja hier auf der Seite. Okay. So, jetzt. Vielleicht interessant ist auch noch 300.000 Kilometer. Echt, da meinte ich doch. Naja, 300.000 Kilometer. Dann machen wir uns die Richtung gelungen. Brauchen wir Stühle, gell? Für was? Ja. Heute ist Sonntag. Brauchst du keinen Stuhl? Erstmal müssen wir auf jeden Fall die Radhausschale wegmachen. Dann nehmen wir jetzt halt Fox 25. Ich schreie doch nicht so, die hören dich doch. Achso, weiß ich nicht. Irgendwie hat er das Spiel manipuliert, ich verliere nur noch. Ja, das ist, weil du zu viele Punkte hast. Ich habe eingestellt, der, wo mehr wie 100.000 hat, muss erstmal wieder runter auf 80.000. Nicht die Felge, nicht der Reifen, das Rad. Okay, Uli, sorry. Übrigens hier die Rathausschale, die habe ich auch schon sauber gemacht. Weil die war komplett voll hier, ne, die habe ich schon rausgeputzt. Also deshalb hat die auch schon wieder angefangen zu rosten, ist typisch VW. Habe ich auch am Freitag gemacht. Ja, war bis hier oben voll, habe ich heute Morgen wieder raus, Boden ist wieder sauber. Wieder aufgeputzt, aber das ist schon Wahnsinn, was da immer für ein Dreck drin ist. Ah, der Dreck. Was Sakrileg, das ist Schiebung, Patrick. Verstehe jetzt nicht, Dirk. Ach so, wegen den Punkten. Ja, natürlich. Ich muss dich ja auch bei Lionel halten, weil wenn du nur gewinnst, dann ist es ja auch langweilig. Wenn man nur gewinnt, ist doch blöd. Wenn man 15 Mal verliert und einmal gewinnt, ist es doch viel besser. Nee, Uli, alles gut. Passt schon. Alles gut. Das Rad wird neu erfunden. Ah. Die neuen Bremsleitungen. Ja, hinten ist er, ich kann euch das nochmal vom Nahen zeigen. Weil wir haben ja gestern einen neuen Bremssattel verbaut und neue Bremsanlagen. Achso, das kann ich euch jetzt gar nicht so gut zeigen. Also ich bin heute Morgen schon mal gefahren, ist schon mal ein bisschen eingebremst, sieht man die erste Schicht, ist ganz leicht runter. Ist jetzt die Felge drauf, ich kann es euch leider, oder vielleicht von innen. Warte mal. Doch, da sieht man es eigentlich ganz gut. Also da sieht man jetzt die Bremsleitung, da sieht man auch, dass die schwarze Hülle schon fehlt oben. Und da, also wir haben angefangen zu drehen, da hat sich die Bremsleitung ein bisschen mitgedreht. Und das Problem ist halt, wenn wir jetzt weiter gedreht hätten, wäre die natürlich abgerissen, dann wäre das undicht geworden. Da hätten wir das Auto gar nicht bewegen können. Deshalb wird die Bremsleitung hier auf jeden Fall erstmal neu, bevor wir den neuen Sattel einbauen können. Aber da sieht man sowieso, dass diese Hülle ein bisschen angeschwollen ist. Ist halt komplett rostig. Drüben die Seite geht eigentlich. Da haben wir schon mal...
Da konnten wir es noch wechseln. Hier sieht man das. Hier ging es schön runter. Da konnten wir es gut wechseln. Ist auch schon ein bisschen gammelig, deshalb werde ich sowieso beide machen. Aber da konnte man den Sattel wenigstens austauschen. Hat der keine halbe Radtauschschale? Nee, der hat eine ganze. Bisschen nervig. Aber ich sag's mal so, bei VW sind die wenigstens schön weich. Also die kann man gut biegen. Da gibt es Hersteller, zum Beispiel bei Renault, die sind so prügelhart, die Radtauschschalen, dass man die kaum rauskriegt. Wir sind alle Schaumvarianten verbaut. Ich glaube nicht, dass sie angepinselt wurde. Entweder hat man da schon mal die Bremsleitung getauscht oder sie ist halt einfach im besseren Zustand geblieben. Aber die fängt halt auch schon an. Ne? Aber das muss ich eh für beide Seiten machen, weil der TÜV wird das sowieso bemängeln. Deshalb wird das neu gemacht. Ja, und hier, wie gesagt, die Ecken halt, leider fangen die an zu rosten, weil halt der ganze Dreck drin war, die Erde. Und das ist halt leider immer bei denen so. Wie schaut's aus? Ja, hier ist Kreuz. Okay. Nur wieder gemischt. Alles. Gemischte Tüte. So. Nee, wie gesagt, bei denen, also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es einfache Teile sind. Weil wenn man die teilt, dann muss man auch mal gucken, wie man den Mist da wieder reinkriegt. Ich entschuldige mal, zur Tankstelle Besorgungen machen. Ja, natürlich sind wir noch da. Wir sind erst seit 11 Minuten online. Also. Servus, Chris. Chris Lee, neu, kenne ich noch nicht. Oder haben wir den schon mal gehabt? Nein. Also zumindest ist er nicht blau. Die blauen sind eigentlich immer neu bei uns. Also wenn man ein paar Mal bei uns im Livestream ist, dann kriegt man auch seinen Schraubenschlüssel natürlich. Komm on, hallo. Verschiedene. Gemischt. Warum kann ich nicht lassen? Muss man vorsichtig sein? Warum ist das denn? Ja, die dreht sich nicht raus. Auch gewinne ich vielleicht kaputt. So, aber die haben wir ja auch. Dort muss man es halt dann aufmachen. Ja, wenn es nicht rausgeht, dann hilft sie jetzt raus, doch beim Rausziehen. Ja. Dann gewinnt es bestimmt am Arsch. So, jetzt. So, sehr schön. Den Kotflügel innen mit dick Fett, was? Dann rostet nichts. Ja. Der ist schon so fertig. Ist schon zu spät. Der ist schon fertig. Ist schon zu spät. Solche Arbeiten muss ich machen, wenn du das Auto kaufst. Neu. Ja. So, jetzt haben wir hier die Kurbelwellescheibe, die brauchen wir, deshalb haben wir jetzt die Rathausverkleidung rausgemacht. Weil wir da nachher, beziehungsweise jetzt gleich mal gucken müssen wegen der OT-Stellung. Da haben wir auch schon ein kleines Opfer drin. Da liegt eine Fliege. Die hat es schon geschafft. Die hat ein paar Drehungen gemacht. So, schau mal, hier siehst du schon. Hier sieht man jetzt schon ein bisschen. Achso, ich bin die Kamera viel zu weit weg. Hier sieht man jetzt schon diese rosa Kristalle an der Seite. Auch hier unten, ne? Seht ihr das? Unten auf der Unterbodenschutz, da liegt lauter Kühlmeter drin. Also ist schon komplett durch. Die werden wir jetzt erstmal runternehmen, die Unterbodenverkleidung. Ja. Dass wir euch das noch besser zeigen können. Aber da sieht man, dass die Wasserpumpe komplett fertig ist. Und wir brauchen jetzt hier gleich noch die OT-Stellung, dass wir dann halt sozusagen das ausbauen können. Hier sind Schrauben drin, wo eigentlich keine hinkehren. Mit Zusatzheizer, genau, da hat er Standheizung. Ja. Kein Zuheizer, sondern richtige Standheizung. Richtige Standheizung, ja. Genau. Die funktioniert auch, die haben wir gestern ausprobiert. Ja, wusste ich ja. Weil wir wissen wollten. Schau mal, kannst du hier vom Rathauskasten, kannst du da oben, kannst du durchgreifen. Auch cool. So, warte mal, wo ist denn mein? Ach, da. Können wir uns ein bisschen unter das Auto setzen. Und muss auch jetzt da dich einsaust mit dem Zeug. Ja, ich habe heute nicht geduscht, also. Ich habe seit 3 Wochen nicht geduscht, also von daher ist eh wurscht. Das
Es fällt irgendwann von alleine ab. Deshalb ist es gut, wenn du Livestream machst, dann die Leute können dich eigentlich riechen. Nee. Und wenn wir beide stinken, dann merken wir es auch nicht so. Nee. Dann fällt das gar nicht auf. Axel, Scheiß. Heuschnupfen regelt. Kabelbinder, Kabelbinder. Da muss ich wieder fachmännisch fixiert. Oh Gott. Also unser Wetter ist übrigens sehr schön. Ja, das kann man jetzt schlecht erkennen. Das ist also, wobei so. Also strahlend blauer Himmel draußen bei uns. Wir haben schönes Wetter und wir sitzen in der Werkstatt. So muss es sein. Gefrühstückt haben wir schon. Später werden wir uns wahrscheinlich noch was Gutes gönnen. Wenn wir es uns verdient haben. Aber pass auf, das läuft sonst runter. In Metall. Oh. Eine Holzschraube rein. Abgerissen. Ja, machen wir nachher noch mehr rein. Schrauben haben wir genug da. Aber kein Gewindeschneider. Doch, haben wir auch. Stimmt. Ja, Uli, also im Prinzip schon. Aber der Zuheizer sozusagen, der macht zwar die gleiche Arbeit, aber wie du schon sagst, den kann man halt nicht programmieren. Das ist halt der Unterschied. Was willst du da programmieren? Nein, weil er sagt, der Unterschied zwischen Standheizung und Zuheizung ist eigentlich der, dass der Zuheizer im Endeffekt gleich funktioniert, nur dass man den halt nicht einstellen kann. Genau, den musst du freischalten oder Backdrop-Modul. Genau. So, also hier sieht man jetzt nochmal das ganze Kühlmittel, was da ausgelaufen ist. Und hier unten, ich mache mal ein bisschen Licht, das haben sie schon ein bisschen abgeputzt. Also das Foto, was ich gesehen habe, hat deutlich schlimmer ausgeschaut. Da haben sie schon mal weggeputzt. Ah, wobei, das sieht man eigentlich mal ganz gut. Ja, da sieht man das ganze Kühlmittel an der Ölwanne. Und das wird dann so, werden dann so kleine Kristalle, das sieht man hier eigentlich ganz gut. Und da ist halt das Kühlmittel, das sammelt sich natürlich am tiefsten Punkt. Und das ist halt hier die Ölwanne. Da sieht man auch, dass es ganz frisch ist, ne? Weil wenn das jetzt alt wäre, dann wäre es schon trocken. Und jetzt kann man hier auch nochmal reinschauen. Da sieht man auch, dass unten die Kurbelwellescheibe unten, da ist auch ein Tropfen dran. Also sprich, kommt es auf jeden Fall vom Farminghaus Gehäuse. Schauen wir mal, wo der OT-Punkt ist von der Kurbelwelle. Schau mal. Dann mache ich mal meine Markierung. Ich gehe auf die andere Seite. Ah, dann habe ich nicht so die Sonne im Licht. Pure Romantik. Schön hell in der Werkstatt. Ja, wenn die Sonne scheint, ist hier gut. Was sind das für komische Quadrate da drauf? Das ist die Schallisolierung. Ja, das ist einfach nur Schalldämpfung. Ne? Das tut ein bisschen sozusagen die Motorgeräusche schlucken, dass es nicht so laut ist, aber ja, ist halt einfach, weiß ich nicht. Schaut irgendwie witzig aus. Ja, die Kurbelwelle hat keine Markierung, deswegen setze ich selber meine eigene, mache jetzt die Nockelwelle auf OT. Genau, da müssen wir das Auto wieder ein bisschen runterlassen. Hier sieht man es auch an der Vorderachse, ne? Die ganzen, also überall das Kühlmittel unten dran. Das ist halt komplett ausgelaufen über Nacht. Über Nacht, gell? Ohne? Oh, ja, ohne, dass irgendwas, nennen wir das an, oder nennen wir das Druck drauf war, also komplett einfach nur so. Gut, dann lassen wir nochmal runter. Den Boden kann man liegen lassen, da passiert nichts. Schauen wir mal, ob ich doch nicht übersehen habe. Nee. Ach doch, ich hab's. Doch, ganz schlecht sieht man das. Moment. Was? Die OT-Markierung. Genau, mach rot. Rotlicht. Ja, siehst du? Diesen, diese Aussparung. Ja, genau. Ja. Kriegst du es drauf auf der Kamera? Sag mal, mehr das Licht. So, ja, weißt du, könnt ihr das erkennen, da diese, warte mal. Soll man das markieren mit dem weißen Schlick? Ja, das Licht ist halt, jetzt haben wir Licht. Da, wo die Aussparung ist halt einfach, das ist die OT-Stellung sozusagen. Und das ist unsere, hast du einen wichtigen Stift? Ja. Dann machen wir mal das große Licht, weil das kleine, da sieht man ja nichts. So, jetzt hat, warte, dass du auch hinkommst und dass wir ein wenig Licht haben. Das ausschaut, wie wir hier stehen, ey. Jetzt siehst du was, ne? Nee. Gar nichts. Jetzt habe ich ein gutes Licht. Hast du auch was? Genau. So. Jetzt hat der weiße Punkt da und da ist so eine kleine Kerbe drin. Ja. Ja, das kann man schlecht einfangen mit der Kamera, aber wie gesagt, da ist nur eine Kerbe auf der Scheibe drauf. Ja. Und das ist die OT-Stellung. Und hier oben muss auch ein bisschen da. So wie da. Muss ich. Ja. Naja, so. Machen wir erstmal runter. Machen wir runter. Patrick. Ja.
Jetzt nur vom Stehen, wie er vorhin stand, schaut, hast du auch schon wieder Flecken auf dem Boden vom Kühlmittel. Machst du ein wenig tiefer bitte? Noch tiefer. Weil ich bin nicht so groß. Aber ist kein Tuning heute, so tief machen wir die nicht. Aber wie hoch der ist, wenn der ausgefedert ist. Die haben wir ja schon ab. Die haben wir gestern schon abgemacht. Was wir wegmachen müssen, ist halt die Luftführung. Ja. Die muss ausgebaut werden, damit wir da Platz haben. Einmal. Da sind halt diese Metallklammern drauf, die kennt man VW typisch. Die wir dann später wieder einrasten, wenn man drauf drückt. Der ist hier normalerweise noch geschraubt, den haben wir aber gestern auch schon. Aua! Entschuldigung. Da ist noch eine Schraube drin. Ne? So. Jetzt werden gefummelt, aber das geht dann schon raus. So ein bisschen drehen. So. So. Kann man hier schon besser reinschauen. Und darum ist der Nockenwellenkranz. Jetzt kann man grob mal OT stellen. Ja, und zwar. Also hier oben ist eh schon, ich glaube, die weiße Matte hat schon mal, nein, das ist was anderes. Nee. OT ist, wenn dieser Krone hier waagerecht zum Zylinderkopf steht, oder wenn die Deckel. Also heißt, wir müssen noch ein bisschen drehen. Bisschen drehen, ja. Und dann kann man fein abstimmen. Ja, das macht der Georg jetzt unten an der Kurbelwelle, der dreht jetzt. Da kann man hier oben mal schauen, wie das ausschaut. Ich gehe zum Golf 4, da hatten wir oben auch noch eine Markierung. Mal, ist ein Licht, warum mach Licht? Jetzt ne, diese Krone da, die man sieht, mit den Zähnen drin. Das ist dann sozusagen unsere Markierung. 22er? Zu klein oder was? Willst du zeigen, wo ich drehe? Kurbelwellenscheibe halt unten, ja. Drehst du mal. Und jetzt, wie gesagt, das muss halt nach oben. Da hat man auch gleich ein bisschen Kompression. Da hüpft er mal so rüber. Upp, einmal gehüpft. Ich hoffe, die Quali ist gut, oder? Ja, ich denke schon. Qualität passt noch, oder? Sollte eigentlich nicht sich verändern. Also, wie gesagt, wir haben heute Hotspot. Lass uns langsam, weil sonst hüpft er einmal komplett rüber. Ja, noch nicht. Jetzt sind wir auf den Punkt fast. So. Jetzt muss ich das Absteckwerkzeug nehmen. Mhm. Na, wir haben noch so ein Werkzeug, wo wir halt das abstecken können, damit es sich nicht weiter drehen kann. Damit wir nachher nicht das Problem haben. Und da können wir mal dann die Kurbelwelle unsere eigene Markierung machen. Also da sagt es alles okay, also von da wird es passen. Das ist so ein Stift. Und innen ist dann noch so ein Loch sozusagen, wo das dann geführt wird. Warte mal. Ja. Das ist ein bisschen Silikon, oder? Ja, ich will den anderen Abstecker. Der ist halt nicht so eng wie hier. Ach so. Den hast du eh schon sauber gemacht. Hm. Was ist da drin? Weil ich habe was auf OT. Bisschen noch, ja? Minimal. Weil in welche Richtung? Zu mir. Ich kann dir auch sagen, wo. Ne, andere Richtung. Machen wir andere Richtung. Schau mal die Markierung oben drauf und dann muss noch ein Stück weiter zu mir. Ja? Ich sag dir wann, geh mal zu mir, ich sag dir wann Stopp ist. Also die Markierung haben wir nicht gemacht. Nee, aber das ist... Okay, alles klar. Guck, ja, noch ein Stück. Stopp! Jetzt hat müsste es passen. Schau mal. Das richtige Loch. Ja. Ist ja nett. Jetzt hat es hineingeführt, oder? Ja, und jetzt muss noch weiter mehr. Also hier oben ist ja so eine Markierung schon drauf, ne, in der Mitte, aber da muss es halt Millimeter spielen, bis man halt reinrutscht. Ist wirklich saugen. Ja, ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, dass man da nichts verstellt. Jetzt muss ich drehen und gleichzeitig drücken, ich kann nicht. Oder warte, ich stelle mal die Kamera. Moment, ich stelle euch mal kurz dahin. So, willkommen zurück, Dirk. Ja, wartet mal. Ein bisschen jetzt hier umbauen. Wartet mal. So ist gut. So kann ich euch hinstellen. Ja. Ich kann jetzt hier ein bisschen drücken. Du musst genau immer wackeln und dann ich drehe langsam. Und
ich nichts. Jetzt haben wir schon drüber. Ja. Hat er nicht mehr mal einen Bohrer, damit wir mal wissen, wo ungefähr ist. Nix. Gar nichts. Ich merke nicht mal irgendwie so ein. Ja, das ist echt total. Ich weiß schon. Das ist halt auch wirklich, man kann nicht ums Eck gucken, das ist halt auch das Nächste, gell? Wenn man ums Eck gucken könnte, wenn man so Augen hätte zum Rausholen und zum Umbiegen, ey, das wäre schon manchmal ganz schön. Wobei, wir haben doch hier unsere super tolle Endoskopkamera. Die ist so grob, da siehst du fast nichts. Wo bist du? Du musst jetzt. Versuch mal grob mit dem. Ah, hier ist es doch. Hier ist es schon. Okay, warte. Warte. Bin ich überhaupt richtig da jetzt? Warte mal, hier muss ich rein. Willst du nochmal den Bohrer und selber finden? Nee. Warte. Muss du richtig reinpressen. Ja, das weiß ich schon. Ich drehe nochmal. Ich bin der Meinung, man muss in die andere Richtung. Okay. Vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt. Wir den, du kannst ja mit dem kleinen Bohrer mal fühlen. Ah, drehen wir ein bisschen. Schwierig. Echt schwierig, ne? Tut sich halt gar nichts. Nee, der Riemen ist in Ordnung. Der schaut auf der Kamera ein bisschen wilder aus, aber der ist erst seit 2 Jahren drin und der ist nix, neu. Das ist alles in Ordnung, Dirk. Der ist okay. Nee, ich kann. Wahnsinn, ne? Geh nochmal mit dem Bohrer rein, guck nochmal. Boah, du musst den Bohrer, du musst es ja finden. Ja, mach mal, mach den mal raus da. Der hängt da ein gut drin. Ich glaube, du warst schon richtig. Weiß ich nicht. Nee. Der hat er blockiert, hat er aber nicht. Jetzt warte mal also da rein. Oder ist der andere dünner? Ich denke, dass der dünner ist, weil normalerweise, ich komme ja komplett durch. Schau mal, ob der wegen dünner ist. Nehmen wir den da. Dass der zu dick ist. So, warte mal, schauen wir nochmal. Können wir mal zurück. Ey, wenn, dann ist in die andere Richtung. Ja, ich wollte es nochmal anfangen wieder, weißt du? Ja. So unfassbar, oder? Du merkst aber auch kein. Nee. Hinten merkst du nicht. Das ist unfassbar. Unfassbar. Das ist ja wegen Spitzer mit dem Schleifdruck. Nee, dreh mal ein bisschen noch bitte. Das kriegen wir schon. Was ist? Bisschen Geduld, Kollege, bisschen Geduld. Der kommt schon noch. Das ist halt einfach ein bisschen gefriemelt. Jetzt hat. Oh. Jetzt ist er komplett drin. Ja, das sieht man. Also, ich kann man jetzt hier komplett durchstecken. Jetzt ist es fixiert. Mein Gott, dass man da das Loch mal gefunden hat. Okay, passt. Gut, also OT-Stellung, das sieht man auch hier eigentlich ganz gut an der Markierung, ne? Das sieht man, die passt hier auch übereinander, also sprich, ist es sowieso gut eingestellt. Und jetzt haben wir schon mal die OT-Stellung. Genau. Drin. Jetzt mache ich noch Kurbelwelle-OT-Markierung für mich. Genau, dass wir das, also haben wir 2 Punkte für uns zum Absichern, dass wir oben und unten passen, damit am Ende dann auch die Steuerzeiten von dem. Und das ist das, was ich gemeint habe. Passen. Normalerweise muss man auch das Kurbelwellenrad vorne lösen. Noch unten Absteckwerkzeug, aber das brauchen wir jetzt für diese also Arbeit. Also ich bin nicht der Meinung, man bekommt halt einfach keine Qualität mehr von früher. Früher haben Gummiteile aus dem Motorraum einen Fischmehlzusatz gehabt, okay. Das weiß ich gar nicht. Aber ich sag, also vielleicht sieht es auf der Kamera sieht's vielleicht ein bisschen anders aus, aber der ist wirklich noch super gut. Also dem fehlt gar nichts, den Zahnriemen. Okay, genommen wir Kurbelwelle. Ist das nicht schlecht für den Kraftschluss? Was denn? Was denn das? Ja, nee, ich meine jetzt denn das. Was denn das?
So. Nee, da ist alles gut. Alles gut. Es wird nur dann schlecht für den Kraftschluss, wenn wir den Bolzen nachher nicht mehr rausnehmen. Dann hast du ein Problem. So, au, der Darst hat wieder verloren. Und der Dirk darf nicht spielen, weil der Einsatz, glaube ich, zu hoch war, oder? Kommt da nichts mit 5200 Punkten, bist du, glaube ich, wegen hoch. Was suchst du denn? Ah, ich mache unten die Markierung. So. Jetzt können wir mal schauen, genau, ein bisschen sauber gemacht jetzt unten. Also wie gesagt, wir machen uns unten jetzt auch noch so eine OT-Markierung mit dem weißen Stift. Damit wir nachher sehen, dass es auch passt, bevor wir den Motor starten. Ja. Weil wenn die Motorsteuerzeiten nicht stimmen, guck mal, das kommt richtig nach, ne, das Zeug, das Kühlmittel, ja, was noch drin ist. Oder ist das jetzt vom Bremsenreiniger? Ja, ach so, ja, weil das so. Ja, weil wenn die Steuerzeiten nicht stimmen und man damit fährt, dann kann natürlich der Motor auch einen Schaden nehmen. Deshalb muss man da immer aufpassen. Ne, weil wenn die ungleichmäßig auf und zu gehen da oben, dann hast du ein Problem. Finde ich ausgleichende Gerechtigkeit, dass der das auch mal verloren hat. Genau, das ist ja das. Du spielst ja, dass du immer gewinnst. Und wenn du einmal hohen Einsatz machst, verlierst du natürlich mehr, als du vorher gewonnen hast. Und das ist das System vom Gamble. Dass du am Ende immer mit Verlusten rauskommst. Das ist wie im Casino. So. Sieht man da was? Kann ich das zeigen? Ja, freilich. Sagen wir mal. Ach, da, ja. Ups. Also hier unten der weiße Strich da. Ne, warte mal, ich mache das Licht. Ja, jetzt sieht man es besser. Der weiße Strich da unten ist jetzt unsere OT-Markierung für uns nochmal. Also nicht original, aber für uns halt einfach nochmal zur Absicherung. Jetzt können wir den Riemen entspannen. Genau, dann können wir jetzt nochmal runterlassen. Lassen Sie das auch. Also ich lasse runter, trink du mal was. Schaust da ganz trocken aus. Dass du mir noch vertrocknest, du armer Kerl. Das ist eine hohe Wundergefahr hier. Wahnsinn. Ja, das war's jetzt. Warte mal ganz kurz, ich schau mal, ob wir das Kühlmittel ablassen können. Da ist ja nichts mehr drin. Ne, kann man nicht. Da wird nicht mehr viel rauskommen. Ja, ein Liter. Da stellen wir nachher einen Eimer drunter und dann ist gut. So, schauen wir mal. Oh, der Dirk versucht es nochmal. Jetzt gewinnst du, Dirk. Ich protecte das jetzt einfach. Warte mal, ich mach mal die Leitung weg, damit die Leute was sehen können. Oder? Genau, mach das mal weg da, den Rotz. Ist ja nur gesteckt, ne, bei dem. Oh, Dirk hat gewonnen. 13.000, ne, ah ne, warte. 9.468. Hat 135.000. Du hast gestern trotzdem höher. Du hast gestern 144 oder so gehabt. Ja. Ist immer noch schlecht. Das ist schon schwach, ne? 135.000 Punkte ist schon schwach. Ja. Aber der Dirk ist nach wie vor immer noch der mit den meisten Punkten. Ja. Der hat es richtig ausgeschöpft. Deshalb geht der Cloudboard manchmal nicht, weil er sagt, ey, sorry, aber so viele Punkte muss ich erstmal verarbeiten. Kann ich nicht lassen. Den machen wir mal ab, den blauen Sag doch, du hast gesagt, nee. Du hast gesagt, mach mal ab. Dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Hast du gesagt, nein gesagt? Zu was anderes habe ich vielleicht nein gesagt. Was hast du gesagt? Entfernen Sie den Kühlmittelschlauch. Das ist die Kühlmittelrücklaufleitung. Das machst du sehr schön. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Nasen brechen gerne ab, aber wenn es gut abgeht. Wir haben doch welche. Ja, wir haben ein paar Austausch da. Wir haben ja so viel gewechselt in letzter Zeit von den Kühlmittelbehältern. Die schauen zwar nicht schön aus, aber zur Not kann man einen da. Die ganzen Leitungen mal ein bisschen wegnehmen, dass wir da mehr Spiel haben. Platz ist immer gut. Platz bei der Arbeit ist immer gut. Machen wir Kabelbinder da, oder? Und nimmst du so Multitape um, falls ja. Fest. Schau mal, also? Die oberste Verpackung ist Multitape. Nee, nimm nicht ISO, das ist auch mal immer so viel. Das ja, muss ich wieder bestellen. Multitape selbst verschweißen. Da muss man der Marci wieder ein paar Packungen schicken. Der gute Marci. Motorraum sieht sauber aus, wurde wohl oft in der. Ach, sieht staubig aus. Ja, ja, das sieht. Also das wird nachher noch von mir, das ist ja so meine Leidenschaft.
Das könnt ihr was sehen. Das mache ich wieder sauber nachher. Das glänzt nachher wieder wie neu. Das mache ich gern sauber. Motorraum ist immer mein Ding. Bei jedem Auto. Bei mir schaut der Motorraum danach immer aus wie neu. Das ist einfach so. Ich mag das. Das muss glänzen. Auch wenn es keines so aussieht. Hast du den Schutz drüber gemacht? Ja, freilich. Also das klebt es nicht. Mhm. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist hier so ein Multitape von Manol. Das kann man halt hernehmen. Das tut sich selbst verkleben. Selbstverschweißen. Genau, selbstverschweißendes Band. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Zum Festmachen macht es schneller. Notreparaturen kann man alles machen. So. Jetzt gucke ich mal den Zahn. Haben wir hier schön Platz, ne? Jetzt können wir hier schön reinschauen. Warte, ich hole mal ein bisschen Licht. Genau, ich brauche ein bisschen Licht. Damit man das besser sieht. Ne, hier muss man. Schön. Hier, genau hier. Wo willst du hin? Hier, damit man sieht. Da muss ich hin. Ja. Die 13er lösen. Also da unten ist ja die Spannrolle. Ja. Da ist so eine. Da sind so zwei. Ja, das ist zweimal. Das ist zu viel Licht. Warte mal. So ein bisschen weniger Licht. Manchmal hat man gar kein Licht, dann hat man zu viel Licht, das ist auch schlecht. Also hier unten ist die Spannrolle, da sind so zwei Nasen drin. Die braucht man nachher da mal sogar so ein Werkzeug dafür. Das ist zum Spannen sozusagen. Aber eigentlich würde ich, besser zu zeigen, würde ich schon die Motorhalter mal wegmachen. Muss man besser zeigen. Mach mal ab. Ist doch wurscht, das dauert auch nicht viel länger. Nee. Also machen wir die Motorbrücke erstmal drauf. Die holen wir uns jetzt erst einmal. Ja, damit man besser sehen kann. Ich stelle euch mal dahin. So. Aber die Motorbrücke zum Arbeiten, das geht besser. Passt auch zum Unterboden. Wenn man ständig über Unkraut fährt oder dort Feldwegrand parkt, sieht die Karre unten auch so aus. Ja, da hast du recht. Nasenspanner. Der Dirk ist auch so ein Nasenspanner. Vielleicht kann ich das mal zeigen, wie das aussieht. Mach mal eh da. Das ist das hier. Da sind so zwei Näschen drauf. Also der ist sozusagen wie der Dirk, wie der Dirk schon gesagt hat. Die werden da eingedrückt auf den Spanner, dann wird das so gedreht und damit kann man dann die Verspannung sozusagen einstellen. Die ist natürlich wichtig, damit der Zahn eben nicht zu locker und auch nicht zu fest ist. Aber man nimmt auch Imbusse. Hä? Man nimmt auch den Imbusse. Ja, aber das ist jetzt, weil das wollte ich jetzt zeigen, weil damit tut man das halt sozusagen. Benutze ich nie. Ein schön faul. Nehmen wir den Inbus. Okay. Schon faul. Ich zeige euch mal, was er hier noch treibt. Der macht gerade hinten den Kübelbild ab. Und wieder was gelernt. Jawohl. So schaut's aus. Bei uns lernt man nur Zeug. Manchmal gar nicht so toll, aber. Hast du einen Wasserschlauch, um die Abdeckung unten sauber zu machen? Ah, was? Warte mal, nochmal. Wasser, klares Wasser. Hast du einen Wasserschlauch, um die Abdeckung unten sauber zu machen? In die Sonne legen, wenn ihr fertig seid, ist sie trocken. Nehmen wir unser Spezialwerkzeug. Also ein bisschen Kühlmittel haben wir noch drin, schaut sogar gut aus. Schöne Farbe. Was machst du? Ach so, willst du den Behälter komplett rausnehmen? Ja. Kann man besser zeigen, guck besser hin. Aber pass auf jetzt, ne? Wenn du eine Schwabe ist und was. Das ganze Zeug. Ja, wir entfernen uns den Kühlmittelbehälter komplett. Richtung, da fliegt das Ding da nicht rum. Norbert, nichts mit Benachrichtigung, okay? Na toll. Jeder ist da, pass auf. Jeder ist da, nur du nicht. Ha. Und dann war die Benachrichtigung wieder schuld. Ja, ja. Ah, ein bisschen Wasser ist jetzt hier drin. Oh, naja, das ist ja wurscht. Muss man eh dann ablassen. Kommt eh raus dann. So. Auf jeden Fall Servus, Norbert. Grüße dich. Grüßen Sie sich. Wir müssen hier aufräumen wieder um. Jetzt machen wir uns erstmal den Motor heute drauf. Ups, so. Moin, Norbert. Es geht doch nichts über abgepackten Schweinebauch von der Tanke. Dazu abgepackter Salat. Hm. Lex. Luxus. Luxus. Ja, also. Ich weiß es schon. Man könnte auch von da oben schauen. Achso. Die Leute können von überall schauen. Die sind ja flexibel. Das ist halt der Vorteil von der beweglichen Kamera. Achso, was machst du? Hast du den Wischwasserbehälter? Rüssel. Kann man wegmachen.
machen. Der ist geschraubt. Wo sind wir? Hier bin ich. Der ist geschraubt. Weg. Alles raus. Leichtbau machen wir jetzt. Bisschen Tuning. Kraftstoffbehälter. Ich kann das eigentlich noch mit reinstellen. Da seht ihr noch ein bisschen was. Aber da oben seht ihr ja gar nichts. Da seht ihr ja gar nichts. Das ist ja auch blöd. Ihr sollt ein bisschen was sehen von der ganzen Sache. Also den Rüssel von dem Wischwasser, den haben wir jetzt mal weggemacht. Wir machen es halt jetzt komplett weg, weil wir uns den Motorhalter hier lösen und wegbauen werden. Damit wir dann mehr Platz haben. Was ist denn so fest? Oh, das ist ja bombenfest. Das ist die wichtigste Halterung am ganzen Auto. Ja, und die ist wieder so fest. Die muss schon so fest sein. Cool, die ist bestimmt mit 180 Newtonmeter fest, weil es könnte ja sein, dass der Plastikrüssel abfällt. Wenn's so wie, bei Dacia. Wie beim Dacia, genau. Da alles 13er Schrauben. Komplett das ganze Auto ist mit 13er Schrauben befestigt. Damit nur so kleines Plastik da hält. Kruzifix. Abgerissen. Wow. Ist ja wurscht, das ist ja eh. Reicht, wenn wir eine Schraube haben. Also die Halterung, die ist so sinnlos befestigt, das ist ein Wahnsinn. Ja, komm, das hat die Werkstatt aufgemacht, weil sie muss ja den Zahnriemen wechseln. Ja. Ja, aber die hält ja nur, ihr müsst euch vorstellen, das sind 2 13er Schrauben, die halten das Ding hier fest. Das wiegt ja gar nichts. Da meinst du, die hätten da den Motor mit befestigt. Das ist ein Wahnsinn. Ach, genau, das ist wie wenn man bei McDonald's einen Burger holt. Wenn Salat drauf ist, ist es gesund. Das ist wichtig. Solange Salat drauf ist, egal was es ist, ist es gesund. Na toll. Schon wieder kaputt gemacht. Halbe Auto zerstört. Kraftstoffbehälterhalterung ist es. Norbert hat sich einen neuen Waschsauger gegönnt. Den kannst du mal vorbeibringen. Ja. Brauche ich. Mach mal ein Video mit dir. Waschsauger von Norbert. Also nächste Woche haben wir uns überlegt, wir haben ja nächste Woche die Zylinderkopfdichtung Austausch. Den werden wir auch live zeigen auf 2 Tage. Habt ihr da Bock drauf? Ich hoffe, weil das wollen wir nämlich auch live zeigen. Ich hoffe. Ja, jetzt kann man das Auto wegschmeißen, sagt dann aber, nachdem du fertig bist und alles kaputt gemacht hast. Ja, ist wurscht. Ist ja nicht unser Auto, das ist immer das Gute. Was halt unser Auto ist. Aber was war das für ein 8P oder was war das für eine? VW EOS. Ach, VW EOS. Oh, haben wir auch noch nicht gehabt. VW EOS. Kopfdichtung austauschen. Die Schraube. Ja, ist das, das hat immer Bock, das ist schon klar. Ist nichts anderes wie. Wie jeder VW. Wie 1,9er. VW ist VW oder Audi oder Skoda oder Seat oder Porsche. Ja, alles der gleiche. So, jetzt lese ich mal die Kraftstoffleitung. Oh, Dirk, jetzt hast du wieder verloren. Ja, das ist. Nee, okay. Das ist falsche Timing. Und Dirk wird auch wieder versorgt. Ja, klar, der darf auch wieder gambeln. Jeder kriegt, was er braucht. Ich sag jetzt immer eh öfters live und dann funktioniert das auch wieder. Da haben wir die ganze Zeit nichts live gemacht. Du hättest gerne einen Putzi. Was meinst du mit Putzi? So fest? Ja, die können aber nicht abreißen, die sind groß. Ha? Die können nicht abreißen, sag ich. Ja, die kriegen aber bloß nur 90 Newtonmeter. Ja, schon, aber abreißen tun die nicht. Also dafür sind die zu groß. Ja, den hat es geschafft. Echt? Oh, das hat jetzt 21.280 Schlüssel. Ich habe, glaube ich, 8 oder so. Kärcher Putzi, guter Waschsauger. Okay, sagt mir gar nichts, aber mit Waschsauger kenne ich mich nicht aus. Aber ich sehe, auf YouTube gibt es auch so Videos, wenn die das so, das ist so geil. Wenn die das sauber machen mit so einem Nasssauger. Das ist der Wahnsinn, was da teilweise für ein Dreck in so Sitzen drin ist. Oder Teppiche machen sie auch gern. Ja, dein Name war auch nicht besser, die A3. Der A3, aber den haben wir eigentlich gut hingekriegt wieder. Ja, für alle. Da haben wir auch das Shorty dazu gemacht, aber der sah schon echt übel aus vorher. Boah, danach war Neuwagen. Das hat schon wieder verloren. Hier haben wir 16er. Meiner ist ein einfacher, aber mit den richtigen Reinigungsmitteln erschreckt man sich doch ganz schön. Also ich muss sagen, wir haben hier, der Georg hat mir das mal mitgebracht. Das ist echt ein geiles Zeug. Das ist hier von Kochchemie.
dieser Green Star, also mit dem kriegst du wirklich alles weg. Das ist so geil, das Zeug. Und auch hier, der Felgenreiniger, ne, den haben wir auch schon oft benutzt. Der ist auch sehr, sehr gut, wenn du die Felgen sauber machen willst. Da haben wir mal dreimal gemacht. Das ist unfassbar gutes Zeug. Also jetzt am Wochenende ist wieder bei meinem A6, habe ich das gemacht. Also die geht echt sehr gut. Und diesen Green Star, den nehme ich zum Beispiel auch für den Innenraum. Ne, wenn du so mit einem kleinen Pinsel, so die feinen Linien und so mit dem Green Star, der geht alles sauber. Das schaut danach aus wie neu. Kannst auch Stoff mit sauber machen, alles. Können wir jetzt den Motorhalter holen? Jetzt brauchen wir den Motorhalter, jetzt genau. Jetzt brauchen wir den Motorhalter, sagt er. Okay, dann stelle ich euch mal oben hin. Dann stelle ich euch kurz da oben, dann könnt ihr das mal sehen, was wir da veranstalten. Wir holen uns erstmal den Motorhalter jetzt. Nein, die Kamera. Wo ist die Kette? In den Kasten. Aber ich glaube, bei dem braucht man den nicht. Ich glaube, bei dem kannst du direkt einpacken. Mach ich jetzt. Ja. Hier kann man. Warte, der hier. Kannst du eigentlich direkt einpacken. Okay, kannst du schon. Kannst du gehst runter. Was meinst du? Einhaken, direkt einhaken. Nein, machen wir. Wenn wir die Kette machen. Ja, aber ich mach trotzdem ein bisschen runter, dass wir mehr Spiel haben. Ja. Wir haben ja nicht so viel Spiel. Aber das reicht schon, das ist ja richtig. Also machst du weg, dann wird er gestört. Nee, nee, das geht schon. Das stört nicht. So, gut. Schaut auf jeden Fall mal stabiler aus wie beim Dacia. Aber beim Dacia, als wir draufgemacht haben, da hat sich alles verbogen. Da hat sich nur den Ding draufgestellt, da hat sich schon gebogen. Dacia, das Auto. Ja, das ist ein Statussymbol für die, die kein Statussymbol brauchen. Aber jetzt wird der Mehmet. Der Mehmet! Was ist der Mehmet? Der Mehmet Scholl war das, ja. Der hat Werbung gemacht für den Dacia. Kannst du das helfen? Guter Mann. Ich habe damals den Originalkarte von Mutscher, wie er bei Bayern gespielt hat. Ne? Mit Unterschrift. Ich habe damals gut von Mutscher. Das war noch Zeit, ne. Wie alt war ich da? 10? 10, 12? Keine Ahnung. War ich sehr jung? Bin ich immer noch, aber. Kann ich nicht ganz so jung. Weil du bist nur jung. Ja, gerade. Jung und knackig. So, was haben wir jetzt hier schon wieder geschrieben? Polestar ist auch top. Kenne ich jetzt nicht. Ja, die ist auch von Koch Chemie. Ach so, okay. Aber ist was anderes. Greenstar ist so gut, wenn der auf Beton tropft, hast du ein Loch. Ja, genau. Durch vom Alien abgezapft. Ich benutze in einer Schaumpumpe. Hat im Koffer ein paar fiese Flecken einspringen. Ja, das geht echt gut. Nächstes Opfer der Golf meinen Eltern. Nee, also dieser Green Star ist echt brutal gut. Also brauchst du auch nicht viel. Na, das ist sehr ergiebig, die Flasche. Brauchst nicht viel. Kannst du auch zum Beispiel einen Tornado benutzen, geht's auch gut. Tornado, ja. Aber wir haben ja keinen. Den haben wir ja verlost. Ein Tornado? Ja, haben wir nochmal einen Verlust gerade. Okay. Dann Pascal hat den gewonnen, der Junge, der Kleine, mit dem Roller. Der hat den damals gewonnen, am Weihnachten letztes Jahr war das, Weihnachtsgewinnspiel. Ja. Hat er den Tornado gewonnen, ja. So, kann ich die mal lesen? Ja. Ja, ich kann ihn nicht umdrehen, auch nicht schlecht. Hm, wie sind denn? Ja, beim Octavia, weil der diese V-förmige Motorhaube hat oder Motorraum, da gibt es aber eine extra Motorbrücke, die ist dann so auf drei Punkten. Ne, habe ich auch schon mal da gehabt, haben wir auch schon mal im Video gezeigt. Da hast du sozusagen außen an die Kotflügel einen Punkt und hinter dem Motor. Ja. Also oben sozusagen an der Kosse. Du hast so einen 3-Punkt-Motorheber oder Motorbrücke. Hier hast du ja nur 2 Punkte. Ja, ist beim Ding auch beim A6, oder? Bei meinem, glaube ich, ist es genauso. Da haben sie es, glaube ich, auch so gemacht. A6? Nee, war nur beim Octavia. Octavia, nee. Da brauchst du eine spezielle Brücke. Haben wir damals gehabt, ja, weiß ich noch. Okay. Ja, weil der hat die so, die geht da nach innen. Und dann kannst du das nicht draufstellen, sondern musst auf 3 Punkte fixieren.
Weißt du, was ich nehme? Schlagschrauber. Gut. Hey, jetzt geht die 2 Sekunden. Hör mal, dann kannst du mal die Finger rausdrehen. Ja, dann mach. Ich bin viel zu laut wieder. Die Leute werden ja taub. Mach was für dein Geld. Geringverdiener. Ja, mit Balken kann man. Aber wie gesagt, man kann sich ja immer alles zusammenbasteln. Aber es gibt halt dafür speziell auch einen Motor. Ohne Hebebühne kannst du Wagenheber drunter stellen. Ja, es gibt Leute, die bauen Getriebe auch im Sitzen aus. Also ohne Hebebühne. Das geht alles, wenn man will. Ich habe Getriebe im Hänger bei der Auffahrrampe gemacht. Ja. Wie gesagt, möglich ist alles. Man muss halt nur die Idee haben und den Mut haben, sage ich mal. Ja. Gut, Motorhalter ist locker. Kann man sie rausnehmen. Der Motor ist ja aufgehängt, da kann nichts passieren. Ja, bei dem geht schön raus. Beim Vierer Golf, da bist du immer ewig am Werken, weil der hat das eine große Teil, was reingeht in den Motorraum, also in den Motorblock ran. So. Kann ich mal kurz diese Seite klicken? Na, sie dürfen gar nichts. Die Leute wollen sehen, was du machst, aber es ist halt blöd, wenn du nichts machen kannst, dann dürfen sie auch nichts sehen. Ja. So, jetzt stelle ich den hoch, dass sie an die Befestigungspunkte kommen. Genau, jetzt drehen wir uns ein bisschen ja, den Motor hoch. Weil sonst kommst du hier unten an die Schrauben nicht ran. Ne? Das kann man mal zeigen. Deshalb hebt man den hier ein bisschen an, den Motor, damit der Halter weiter oben ist, weil der ist ja auch ein zweiteiliger. Der eine geht an den Motorblock ran und der andere hält halt sozusagen an der Karosserie dran. Kommen wir schon? Ein bisschen. Ein bisschen noch, ja. Ich glaube, das müssen 16er sein. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Ich versuche euch da mal ran zu bringen. So, jetzt, ups, hat gedreht. Hier unten drin, jetzt zum Beispiel an dem Spanner, da seht ihr hinten, da diese Spitze an dem Spanner, daran erstellt, diese Spitze von dem Spanner muss zwischen dieser Öffnung sein, damit man sieht, dass der Zahnriemen richtig spannend ist. Also der ist jetzt gerade sagen, ist noch drinne, könnte aber ein bisschen besser sein, aber ist noch im Bereich des Machbaren. Sollbereich. Genau, Sollbereich. Und so stellt man die Spannung vom Zahnriemen dann ein. Das Problem ist, wenn es zu fest ist, dann kann das zu heiß werden, habe ich auch schon gesehen. Dann werden die Umlenkrollen so heiß, weil da die Spannung drauf ist, dann laufen die blau an. Das habe ich mal bei einem Polo gehabt. Und wenn es zu locker ist, kann es natürlich sein, dass er überspringt. Also sprich, muss man da echt diese Spannung einhalten. Man sagt auch, man soll bis zu 90 Grad noch drehen können, dann ist es noch eine gute Spannung. Ob 10 oder noch höher? Ne, das ist Vielzahn. Vielzahn? Ich sehe es nicht gerade. Vielzahn. M10 Vielzahn. M10 oder 12, aber ich sag 10. Du sagst 10? Ich sag 10. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass du keine Ahnung hast. Das haben wir beide nicht, aber ist ja egal. Ja? Das haben wir ja beide nicht. Wenn du manchmal so die Kommentare liest, hast du ja gar keine Ahnung von Autos. Schraubst es erst mal. Du sagst was? 10, M10 Vielzahn. Okay, ich sag 12, jetzt wo ich sehe. Dirk im Rückwärtsgang, ja. Der ist nur noch am Verlieren. Schau mal, wer recht hat. 10er? Hast du? 10 Audis zu klein. Zu klein, das ist oh, die schwimmt schon drin. Also M12 Vielzahl. Immer die 12er, oder? Ist ja 12er, ja. Immer die 12er. Okay. Genau. Und die eine ist hier. Muss auch 10er sein, 12er. Ja. Nein. Ne? Ist 16 oder sowas. Sechskant. Ja. Und was muss ich auch noch schaffen? Mal da hinstellen, so. Z. Was ist das? Das sind 18er. Nein. 18er habe ich auf keinen Langnuss. 18er habe ich nur kurz. Dann mache ich mal 16er Langnuss. Könnte passen. Ne? Immer noch zu groß. Ich bin noch gar nicht drauf. Moment. Ja. 16er, ja. Alles klar. Okay. So. Also erstmal lesen wir uns vorne die M12 Vielzahn. Das ist die vordere. Hier sieht man jetzt auch nochmal den Stift, ne? Den hier, den Fixierungsstift. Oh, die Lampe ist abgerutscht. Norbert, ich danke dir vielmals, oder wir danken dir. Oh, ich bin hier, habe ich 5 Euro für ein Eis.
Perfekt. Danke, Norbert, mein Freund. Gönnen wir uns das Bild nachher. Geht auf deinen Nacken. Gönnen wir uns schön ein Eis. Schön Magnum Mandel. Oder Cornetto, diesen großen, diesen auch lecker. Norbert, ich kann mir vorstellen, Norbert sitzt jetzt in voller Sicherheitsschuhen und Manol T-Shirt vor seinem Gerät und schaut zu. Der fühlt das gerade, glaube ich, richtig. Ja. Er hat uns ja ein Foto geschickt, wie er sich eingekleidet hat. Wir haben ihn ja halb eingekleidet. Ja. Schuhe, T-Shirt, hat aber gut gepasst. Halle. Bei mir liegt es ein bisschen enger an. Na, schau mal, ist beides. Was? Oh, ist die lang, ey. Schau, wie groß die ist. Adiletten und Cap hat er. Ach stimmt, die Kappe hat er auch noch gekriegt, glaube ich. Stimmt. Aber die Adiletten sind gut, oder? Die passen. Adiletten und Lacklang. Zur Sicherheit komm, Adiletten. Da hängt nie mit der Ratsche. Der sitzt da mal, ja. Wie viel Prozent Akku haben wir denn? Ach, 77%. Stromkabel haben wir hier da. Stimmt, das brauchen wir ja. Achso, das ist jetzt blöd. Ja, da oben müssen wir eigentlich gehen lassen. Hast du noch Akku? Also jetzt brauche eigentlich nicht so viel Akku, ne? Wenn der ist ja aus sozusagen. Akku ist voll, ne? Schau mal. 33. Ja. Nimm mal das Kabel mit drüber, genau. Das Kabel da? Ja. Wenn nicht das ausgeht. Ich habe noch, und dann lade ich meinen nachher. Immer wechselladen. Immer diese Akku. Hat du aus der Powerbank? Aber du brauchst Verlängerung. Naja, das wird, nimm mal die... Verlängerung ist in der Schublade, glaube ich, oder? Ach, haben wir so USB-Verlängerung? Ja, schau mal, da unten sind die ganzen Kabel drin, in der Schublade. Ich hab schon gefunden. Ah ja, genau. Ich hab doch gut gedacht. Boah, das ist echt lang. Okay. Sonst aber haben wir keine Leitung mehr. Das ist aber schwierig. Das lädt nicht so schnell, gell? Das ist ja egal. Das Billigkabel. Das ist ja egal. Wichtig ist, dass er überhaupt lädt. Genau. So, gut, wir sind wieder versorgt. Unser Hotspot kriegt wieder Strom. Nur die LED-Anzeige der Powerbank hat er mich gelenkt. Wieso, was ist mit der? Ja, also ich muss sagen, die Powerbanks, ich meine, die sind schon schön, ne, mit dem Logo drauf. Aber ich denke halt, die sind jetzt auch nicht unbedingt von der Qualität her so hochwertig. Das sind halt, sagen wir mal, Merchandise-Produkte, die sind meistens ein bisschen günstiger hergestellt. Aber, also ich habe es auch zweimal. Der erfüllt ihren Zweck, sag ich mal. Ja, bei mir ist beim dritten Mal der Akku aufgebläht. Ja, haben wir auch einen gehabt, der gesagt hat, dem ist das Akku gut. Ja, das sind halt, wie gesagt, nicht die hochwertigsten. Aber geschenken Gaul, schaut mal ins Maul. Oh, Reklamation ist raus. Genau. Reklamation ist raus. Ist bei euch das Eis so teuer, dass man für 5 Euro nur 2 Bollen kriegt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber nee. Ich glaube nicht. Also ich denke, eine Kugel kostet 1,20 Euro oder so. Ja, 1,20 Euro. Katastrophe. Ganz ehrlich. Ach so, meinst du das? Ja, das kann schon sein. Stimmt, weil da sind ja, glaube ich, Nummern drauf, ne, bei der Powerbank von Manuel. Stimmt, wenn du so falsch rumhältst, dann weißt du nicht, ob es 99% sind oder 66%. Ja, ach so, das war... Aber bei 69 zeigt er richtig an, oder? 69 zeigt er richtig an. Guck mal, egal wie rum. Darf ich mal kurz durch? Noch einen, oder? Ja, nee, ich muss kurz da durch. Ich habe jetzt noch keine Arme reingebracht. Wieso hast du nicht so lange Arme? Ja, warte. Du bist Mechaniker. Mechaniker haben immer lange Arme. Ein kleiner Ausländerbild. Streaming-Qualität passt noch. Ist noch alles im grünen Bereich. Oder ist es grieselig? Hat sich, glaube ich, nichts verändert, oder? Ist, glaube ich, immer noch so, wie es war. Also im Hotspot sollte es schon deutlich besser funktionieren. Schmeiß weg. Ja, das ist ja zum Beispiel auch der Vorteil, wenn du auf Twitch streamst, kannst du es auch in HD streamen, ne? Das kannst du bei echt? YouTube auch, aber nur wenn du am PC bist. Geil. Ja, dann muss man Twitch ausprobieren. Das machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal probieren wir mal Twitch aus. Da brauchen wir ja auch keinen Twitch-Account oder so. Man kann sich auch so anschauen. Also nicht, dass ihr denkt, ihr müsst dann groß irgendwas machen oder so. Ist aber natürlich ein Vorteil, wenn ihr einen Twitch-Account habt, wenn wir nachher schauen. Wenn wir das nachher streamen mal in Twitch, ne, dass ihr dann einen Account habt, dass ihr auch abonnieren könnt sozusagen. Ne, dass ihr dann auch seht, wenn man online ist. Aber wenn wir live gehen, dann werden wir das sowieso auch auf YouTube ankündigen, dass wir auf Twitch live gehen. Weil wir wollen das gerne mal ausprobieren, die Plattform. Full HD 8K schrauben, genau so machen wir das.
Ich glaube, wir sind auch die Einzigen, die in 4K die Videos drehen und online stellen. Ich habe da jetzt noch keinen gesehen, der es an 4K macht. Nein, ich habe es jetzt nicht. Ich schaue jetzt drauf. Mechaniker am Hebammenfinger, aha. Ja, da brauchst du schon Frauenarzt. Ja. Darfst zwar zittern, aber... Was ist denn jetzt da? Können wir es ja nicht mal ausbauen jetzt. Guck mal, wie lang der Bolzen ist. Hey, ist ja Wahnsinn. Kurva. Sind gleich lang, dass ich nicht verwechsel. Ja, sind auch viel zu drin. Okay. So, jetzt ablassen und unten weitermachen. Ja, dann lass ab. Ja, geh mal weg aus der Gefahrenzone. Achtung, Achtung, dangerous. Euerwegen muss ich jetzt bei Glasfaser anmelden. Wieso? Hast du nur im Modem oder was? So 56K Modem? Ja. Wie weißelt der Frauenarzt seinen Hausgang? Wie weißelt der Frauenarzt den Hausgang? Den habe ich mal gehört. Was ist denn da gehört? 33,6, ja was? 33,6 dann, Norbert? Internetleitung oder was? Reicht doch. Achso, du meinst KB, ja? Das ist ein bisschen schwach. Muss ich mal schauen, ob man hinkommt. Norbert hat noch die alte Bambusleitung, genau. Modem. Die sind geil damals, die Modems, die so gequietscht haben. Und jedes Mal, wenn einer anrufen wollte, konnte keiner anrufen, weil man im Internet war. Dann haben die Leute dich nicht mehr erreicht, weil du 24/7 im Internet warst, wie das neu war. Weißt du, damals mit AOL, da gab es diese Gratis-CDs. Wir haben uns die ganzen Gratis-CDs geholt, nur dass wir kostenlos im Internet sind. Echt? Okay, ja. Das geht? Immer einen neuen Account gemacht, ja? Mit AOL-CD. Ja? Konntest du ja 30 Tage, haben wir ein paar Monate lang gemacht. Bis irgendwann? Ja, bis irgendwann die CDs nicht mehr funktioniert haben. Da haben sie auch gemerkt, scheiße, die Leute sind auch nicht dumm. Nein, immer, sie haben Post. Das war geil. Hast du immer E-Mail gehabt? Das war geil. Sie haben Post. Da hast du gesagt, oh, geil, hat jemand geschrieben. Das hast du immer als Klingelton gehabt. Das war geil. Bei den Essen hätte ich das. Sony Ericsson war das. Mit so richtigen Musik drin. Ja, aber kennst du die ersten von Motorola? War mein erstes Handy mit E-Plus Prepaid-Karte. Ja. Und da war so eine fette Antenne oben dran. Ja. Du hast ja immer nur diese LCD-Anzeige gehabt mit einer Linie, wo du in SMS geschrieben hast, wo du gar nicht mehr gewusst hast, was vorne steht, weil du so schnell geschrieben hast. Das waren Zeiten da. Durch den Briefkastenschlitz an der Haustüre. Ach so, ja. Okay. Jetzt kann ich den. Willst du dich bücken oder willst du sitzen? Ich sitze. Jetzt kannst du es nicht. Ei, Dirk. Jetzt ist aber mal gut, Dirk, ne? Der ist ja nur am Verlieren heute. Was? Dirk hat heute richtig die Arschkarte. Lass es lieber, nerv mich. www.bzga.de. Das ist für Süchtige. Oder nee, wie sagt man? Doch, Süchtige. Zocker. Die muss da wird dir geholfen, lesen. Da kriegst du deine Punkte wieder zurück. Gehst auf bzga.de und sagst, du hast beim Kolbenfresser TV deine ganzen Schrauben schon verloren. Dann werden sie dich gleich einweisen und sagen, der ist auch ein Bremstaufer. Müssen wir noch eine Verlängerung? Oh, da ist er auch wieder verloren. Ja, heute ist schlecht. Aber der hat genau 1, 2, 3, 4 Schraubenschlüssel verloren. Nicht schlecht. Da hat er gedacht, mit einem Zahlentrick funktioniert es nix. Mein Cloudbot ist schlau. Der lässt sich nicht verarschen. So, jetzt hat er ein bisschen gedreht. Also hier ist jetzt noch so eine Befestigungsschraube von einem Halter. Falls ihr euch fragt, was das für eine Schraube ist, die wir da jetzt haben. Sind insgesamt 3 am Block. Genau. Ist sie jetzt abgerissen, oder was? Na. Ja. Nee, ist nicht. Ja, die reißen nicht ab, die sind so dick. Ja, da hättest du schon, da hättest schon mehr Kraft gebraucht, dass die ab. Also die wäre jetzt wirklich sehr leicht abgerissen. Du weißt ja nicht, wie der Mechaniker davor war. Ja. Und wenn die Wasserpumpe schon dicht wird. Ja. Reißt nichts ab, das ist VW. VW Standardqualität. Hast du schon verzählt mit dem Audi A5? Ja, haben wir doch schon gestern gehabt, das Thema mit den blöden Bremsanlage. Also ja, wirklich, umso neuer die Autos sind, umso schlimmer werden sie. Nee, du musst sie da hochlassen, oder? Nee, runter. Ja, das Auto, aber den Motor nicht. Ja, wenn die abreißt, ist nicht so geil, aber ich sag mal, die hätten wir auch irgendwie rausgebracht. Hätten wir rausbringen müssen, sagen wir es mal so. Nee, ist halt Motorhalter. Ich, eine fehlt. Nike schweißt das Ding, brauchen wir nie wieder wechseln.
Einfach neu schweißen. Alles, was abreißt, einfach neu schweißen. Aber werdet ihr lachen, wir haben uns mal ein Auto angeschaut, ein Mercedes, das weiß ich noch. Da haben sie oben den Stoßdämpfer haben sie neu geschweißt. Den hättest du gar nicht mehr rausschrauben können, das war ja geisteskrank. Kommt auf den Stoßdämpfer in die Karosserie reinzuschweißen. Hä? Muss ich wieder hoch kurbeln? Ja. Kurbel mal hoch. Ich gehe mal auf die andere Seite, damit du Platz hast. Dankeschön. Junge. Ja, Schrauben abreißen ist nie so toll, aber es kommt halt immer drauf an, dann welches ist. Es gibt auch Schrauben, die sind ja, für die Kratzer. Es gibt Schrauben, die sind dafür veranlagt abzuschreiben. So eine halbe Dose, was? Halbe Liter größer Rädler. Was? Halbe Liter Gösser Radler? Auch keine Qualität. Zweimal angesetzt und nichts mehr drin. Früher war alles besser. Ja, wir wegziehen das Zeug. Das stimmt. Na, aber ich gönne mir nachher auch einen Radler. Also ich trinke ja, Bier mag ich überhaupt nicht so. Das normale Bier, das schmeckt mir nicht. Aber so Radler ist schon lecker. Das geht schon gut. Nein, vor allem, wenn es, also ich kann es auch nur trinken, wenn es wirklich sauwarm draußen ist. So wie jetzt. Ja, wenn es warm ist, dann kann ich sowas. Hm. Oder wenn andere schwitzen. Genau. Ja, du schwitzt ja noch nicht. Du hast noch nicht mal eine Schweißperle auf dem Kopf. Also hast du noch nichts gearbeitet. Ich muss erst mal was trinken hier. Kennt ihr die Verschlüsse? Die sind neu hier. Habt ihr schon mal gesehen bei den Plastikflaschen? Das ist jetzt hier neue Technik. Nichts mehr schrauben. Nur noch drücken. Voll der krass. Voll der krasse Scheiß. So. Oh Gott. Hast du gesehen? Hä? Hast du gesehen die Verschlüsse? Verschlüsse? Ja, das sind neu. Das ist nicht mehr zum Drehen. Die sind jetzt nur noch zum... Alter, noch mehr sparen. Was vor allem das Geile ist ja, mit die aufgehen? Genau, das Geile ist, wenn du mal so im Rucksack oder so gehst, so am Baggersee und hast die Flaschen dabei und schmeißt die Flasche auf, die Tasche auf den Boden, dann hast du nichts mehr zu trinken. Kannst dabei. Gleich mit Isolierbandeln mitschicken. Ja. Oh Gott. Früher in der Schule eine Stunde an einer 0,3er-Dose genuckelt. Heute ist ein halber Liter was für nur ein Zahn. Ja, das ist recht. Kämpfst du? Ja, die sind immer ein bisschen blöd da, ne? Wegen der Klimaleitung. Immer blöd. Ja. Im Endeffekt reicht das doch so, oder? Hä? Im Endeffekt reicht doch so, oder? Nein, reicht nicht. Wieso? Reicht nicht. Spannung muss ab, ne? Die Verkleidung muss unten ab. Ja, dann muss der Motor noch ein bisschen höher, glaube ich. Da haben wir schon Anschlag. Weiß ich, soll ich ja entweder hoch oder runter? Ich schau mal, ja. Irgendwie geht's ja das. Ja, freilich. Der war bei Suzuki beim Service. Passt. Das hat alles mit der Inflation zu tun. Das ist immer noch die wenigen. Ja, hast recht. Weißbier. Ja, Weißbier ist auch nicht so. Da ist es groß geworden, das ist recht. Will er nicht. Maschine. Mach nicht zu, sonst reißt du unten das neue Endtopf ab. Endtopf? Neue Endtopf. Achso, das haben die gestern gar nicht mehr gesehen, oder? Nein. Endtopf haben die nicht mehr gesehen. Nein. Aber ich kann euch mal den neuen Endtopf zeigen. Ich kann euch jetzt mal den alten zeigen. Wir haben ja gestern noch den Endtopf gewechselt. Der schaut richtig lecker aus. Den haben wir gestern raus hier, schau mal. Da ist hier schon eine ganze Rotz abgegangen. Der ist kaputt. Dann haben wir hier den schönen neuen eingebaut. Mal unten hängt er. Ja, schon ausgetauscht. Ja, Alter, bringst du nicht raus. Beim Octavia auch nicht raus. Raus. Ist schon raus. Oh, ich denke jetzt was. Ja, ist schwer rauszukriegen, aber kriegt man schon raus. Ist ein bisschen gefummelt, aber das ist beim Golf 4 genauso. Ich meine, gut, das ist das gleiche Auto im Endeffekt. So, jetzt haben wir uns alles offengelegt hier. Ja, wie gesagt, der Spanner muss weg. Genau, jetzt kann man da nochmal hinschauen. Also da ist ja die Spannrolle. Die muss man uns lösen. Nee, meinte von den Riemen, von den normalen Riemen. Ach so, den Spannarm vom Keilriemen meinst du? Ja, genau. Geil. Keilrippenriemen. Geilriemen. Der Geilriemen. Oh, da bist du besser wie ich. Ja, Uli, das weiß ich nicht, ob ich besser bin, aber
Dann probiert's halt. Mit was? Ja, wegen, weil er sagt, den Halter da, den kriegt man nicht raus. Der ist echt beschissen rauszukriegen. Ja. So ist das. So ist das. Bremssattel. Gehen wir mal kurz mal vor die Tür. Komm, wir schauen uns mal draußen das Wetter. Gehen wir einen rauchen. Oh, schau mal hier, ey. Wahnsinn, strahlend blauer Himmel. Ja, ganz leichte Wölkchen. Weiß-blau ist so wie die bayerische Flagge. Genau. Oder die griechische. Die griechische ist auch weiß-blau, ne? So, da vorne steht schon wieder der nächste A3. Furchtbar. Furchtbar. Immer wieder nein, draußen ist zu schön. Draußen ist zu schön, gehen wir wieder rein. Bayern ist eh schöner. Ja, Bayern ist schon schön. Schönes Land, sag ich mal. Ja. Wir müssen echt mal so ein IRL machen. Also wo wir draußen unterwegs sind mit den Leuten. Dass die auch mal ein bisschen von Bayern was sehen, nicht nur ja, Werkstatt. Ich muss mal mit dem Fahrrad fahren. Fahrrad, meinst du, ich fahr Fahrrad, ey. Breche ich ja, ab nach 2 Kilometer. Nein, alles draußen mal hier nach Bischofsmais hochfahren, raus und dann durch den Wald oder so. Da haben die Leute schon auch mal Bock drauf. Einfach mal rausgehen, so ein bisschen IRL. Die Valhalla ist vielleicht. Real Life Stream. Valhalla. Die Valhalla? Nein, Valhalla ist nicht so interessant. Bogenberg um die Ecke, oben okay. Am Kloster. Kleiner Roadtrip, genau. So rumlatschen. Wir kaufen uns hier vom Elon Musk. Kennst du Elon Musk? Kennst du, ne? Von Tesla. Ja. Der hat ja dieses, wie heißt das? Internet. Dieses Starlink. Sky. Starlink. Oder Starlink. Das müssen wir holen. Das ist geil. Da hast du überall Internet. Wahnsinn, gell? Überall. Voll was für Internet. Geschwindigkeit. Was ja. Für eine Geschwindigkeit. Ja. Das wäre was für unterwegs, ey. Das wäre echt das geil. Von mir sagen, ich das wäre auch mal eine Überlegung wert, aber ich weiß nicht, wo man das herkriegt. Euro. Okay. Bei Amazon. Echt? Bei Starlink selber kriegst du. Okay. 100 oder 120 Euro im Monat kostet das. Im Monat. 120 im Monat. Im Monat. Leute, ihr müsst uns mehr supporten. Wir brauchen mehr Spenden. Also, wenn ihr mehr Qualität haben wollt, müsst ihr uns einen Starlink machen. Dann haben wir hier Ultra-Qualität. Echt, so teuer ist das? Weiß ich gar nicht. Ja, ich hab mal gehört. Okay, gibt's da nicht verschiedene Modelle? Das ist mal ein bisschen günstiger oder so? Nein. Aber du hast ja keine Begrenzung dann, ne? Du hast ja, egal wie viel Internet du willst, du hast ja immer Internet, oder? Ja, Pingzeit soll auch wenig sein. Ich kann nee, aber ich meine, du hast aber keine Datenvolumen, das meine ich. Du hast, glaube ich, immer, genau. Egal wie viel du benutzen willst. Ja. Ja. So, mein Kenntnisstand jetzt. Ich will jetzt keinen Scheiß verzeihen. Ich habe das beim Twitch-Streamer, da hat es benutzt. Da war so eine kleine Radarstation dabei, die hat sich ja. Selbst eingestellt. Genau. Voll krass. Das ist echt krass. Ja. Aber 120 Euro im Monat ist schon viel. Ich will keinen Scheiß verzeihen, aber ich glaube, das waren 120 Euro. Okay. Vlad, servus. Vlad, grüß dich. Ich habe LTE-Flat für 30. Ja, ich habe auch eine. Ich hab, glaube ich, 18 oder 20 GB bei meinem Handy. Ja. Aber Flat ist natürlich immer gut. Das Problem ist halt immer dieser Empfang hier drin. Das ist echt schwierig. Ne? Jetzt geht's mit dem Hotspot. Haben wir es eigentlich ganz gut regeln können. Okay, ich mache jetzt mal kurz einen kleinen. Das ist ja das. Ja gut, jetzt ich sag mal, eine Stunde Stream bei der Qualität brauchst du 400 Megabyte. Das ist jetzt nicht so viel. Ja. Das geht, ne? Aber wenn jetzt sagst, du hast hier so ein Starlink, dann kannst du halt auch in 2K. Dann hast du halt dann 2 GB, aber das ist ja dann auch scheißegal. Machst du das Wohnmobil drauf? Genau. So, der schöne Georg. Das ist so, Alter, hast Hühnerdieb. LTE-Antenne. Also ich weiß, wie gesagt, es gibt ja diese Prepaid-Repeater, die sind so klein, die haben auch mal so ein Ding gehabt. Es gibt auch größere, ohne Akku, mit Netzstrom und mit Antenne. Ja. Das habe ich in Kriegen. Okay. Ja, am besten wäre irgendwie so eine Wurfantenne, dass du sagst, du kannst es hier aus dem Fenster rausmachen, ja. Dass du halt einen richtig guten Empfang hast. So lange ist es. Dass du ein WLAN hast. Das wäre nicht schlecht. Der Stärker, genau, der halt einen guten Empfang hat. Das ist halt das einzige Problem, was mich immer so ein bisschen nervt. Ich glaube, heute, wie gesagt, funktioniert es ganz gut mit dem Hotspot. Ist jetzt aber auch keine Dauerlösung. Also da müsste man schon ein bisschen was Besseres finden. Ja. Ich rufe bei Elon Musk an. Ich sage, wir sind jetzt nur kleine YouTuber. Wir brauchen ein bisschen Support. Ja. Er soll uns so ein Starlink schenken und wir machen Werbung dafür. Ist eine Idee, oder? Ja, Freunde. Wir zahlen auch 20 Euro im Monat Nutzungsgebühr. Ich zahle gar nicht. Deckel weg. Hotspot drin oder draußen? Dachte, du lebst in Bayern, Georg. Jedes Wochenende nach Straubing fliegen? Genau. So ist das. Eigentlich könntest du ja mit der Drohne. Wie viel Reichweite hat die Drohne? 15
5 Kilometer. 5 Kilometer ist schon Wahnsinn. Aber schon gut. 5 Kilometer musst du ja bei euch auf deinen, musst du aber wirklich fliegen können, weil da musst du sie verlassen können. Aber dann ist sie bloß nur Hin- und Rückflug fertig. Genau, dann ist sie leer. Dann ist leer. Leer. Also Gegenwind. Echt beschissen. So, du kannst mal kurz mit die Leute unterhalten, dann kann ich nämlich hinten die Ölmatte leer machen, damit wir uns drunter stellen können. Ein bisschen mit den Du bist jetzt mal kurz allein unterhalten. Rede mit den Leuten, unterhalte sie, mach sie glücklich. Ich mach sie doch immer glücklich. Weiß nicht. Ja, ja. Aber warum machst du jetzt die Ölwanne? Ja, damit wir da was tun. Nö, arbeite ich nicht. Das war aber nichts, das weiß ich. Nein, ich arbeite nicht als Automechaniker. Nicht mehr. Ja, da war er zu schlecht dafür, da hat er ihn rausgeschmissen. Die haben gesagt, er macht mehr kaputt, als dass er repariert. So ist es. Die haben gesagt, geil, wenn er alles kaputt macht, kann man mehr reparieren, aber das hat sich dann am Ende nicht gekauft. Das war dann einfach. Die haben gesagt, nee, Ausgaben sind höher wie die Einnahmen. Der muss wieder weg. Ja. Landmaschinen sind auch geile Dinger, gell? Solche große, fette Geräte. Hubraum ohne Ende. Ja, was heißt ohne Ende? Aber 12 Liter Hubraum? Da kannst du deine Faust in den Kolben reinstecken. Da gibt Kolbenfresser eine ganz andere Bedeutung. Kolbenfresser, ja. Boah, warm, gell? Naja. Ja. Steck den Rüssel rein. Schön den Rüssel sauber machen, der Patrick. Gut. Etzi, ja, ich habe heute vergessen zu rasieren, ich habe verschlafen, ich war gestern noch auf. Ach, ich bin rasiert. Ich war gestern noch auf Festel. Eigentlich wollte ich früher kommen. Hat sie. War Stau wieder. War wieder Stau. Ja, dann haben wir wieder. Friseur hat oben zwar kurz gemacht, aber doch nicht. Ja. Schlechter Friseur. So. Ich wollte eigentlich die Haare blond färben, aber es hat lang meine. Grau ist besser. Grau passt besser zu meinem Alter. Weißt du, haben wir noch den Sperrstift für die Spanner? Weißt du, diese Sperrstift? Der war doch in der Magnetschaltung. Ah, schau mal, da oben liegt der. Warte, warte, warte. Haben wir da oben in. Ich sag ja, wir haben zwar Chaos, aber ordentliches Chaos. Genau, wir wissen, wo es ist. Schau, 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 schau. So schlimm wie so es ausschaut, keine Sau würde das finden, aber ich weiß genau, dass ich das da oben hingeschmissen habe, also muss es auch da liegen. Ja. Schau, hier ist er. Das ist der vom Geilriemen, der Spanner. Vom Geilriemen. Vom Geilriemen. Das ist 17er gewesen. Ich sage, Ordnung hält es nur zu faul zum Suchen. 17er gewesen, oder? Jetzt muss ich nämlich hier fixieren. Hier zu fixieren ist echt behindert. Ja, ja, das ist hier, schau, weil der Georg geht ja bald ins Kloster, deshalb hat er hier oben schon die Haare weggelassen. Mach jetzt keine Witze! Du bist der Hauptmensch. So. Gut. Hoffentlich hält der auch den Schnalz nicht raus. Das wirst du dann schon merken, wenn du ihn auf die Finger kriegst. Ja, der bezahlt weniger, aber der zahlt dann für Kinder, ne? Der zahlt weniger, weil er weniger Haare hat. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Er zahlt dann statt 15, zahlt er nur 12 Euro. Ich meine, der hat ja auch die Größe vom Kleinkind, also von daher ist es eh, das passt ja doppelt so gut. Der geht auch im Freizeitpark, geht auch für den halben Preis. Ich sage immer, wenn der frisch rasiert ist, dann kriegst du ihn als 10-Jährigen durch. Was? Zieh mal den Kleinen nach oben. Ach so, warte. Ja, ich kann den nicht hochziehen, der ist schon unten auf der Klima. Du musst den rüberziehen, ja, 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 genau. Wieso, was willst du machen? Nach oben ziehen. Ja, für was? Ja, dann. Willst du ihn erstmal ausbauen, oder? Ja, ja. Warte. Jetzt muss man hier ziehen. Nimm mal runter, jetzt geht's durch.
Oder warte mal ganz kurz. Einen Moment bitte. Ich löse nochmal eine Schraube wegen der Leitung. Moment. Also ich zahl 10 Euro bei meinem Friseur. Weil meine Haare schon grau sind. Ich zahle gar nichts. Ich zahle den Rentenbeitrag. Ich zahle gar nichts. Du zahlst gar nichts. Ich, so sieht es auch aus. Nee, aber ich zahle nur 10 Euro. Und ich gebe trotzdem immer 15 Euro, weil ich sage, die macht das so gut. Die macht aus mir dann auch noch mal ein bisschen was. Der war ja am Freitag was mit Friseur. Genau. Was machst du jetzt? Den Halter von den Schläuchen für die Standheizung ab. Und abgerissen. Nee, ja, Blumen brauche ich nicht mitbringen. Hä? Blumen brauche ich nicht mitbringen. So, jetzt haben wir hier Platz. Als ich letztes Jahr Würfel spielen war und Maske drauf hatte, wollte die mein Perso sehen. Hätte ich meine grauen Haare ohne von. Ja, Darst, du bist halt noch ein Geschmeidiger, du schaust halt noch jung aus. Sei doch froh. Das habe ich immer gehasst. Mit 20 habe ich noch so jung ausgeschaut. Ich musste immer meinen Ausweis zeigen. Und ich habe auch früher mit 15 in der Ausbildung, da war ich, habe ich am Supermarkt eine Ausbildung gemacht. Wie schaut das aus? Gut. Habe ich eine Ausbildung im Supermarkt gemacht. Und da hat mich das immer genervt, weil da hatte ich so eine ganz helle Stimme. Und da habe ich am Telefon immer versucht, tief zu reden, weil die immer zu mir gesagt haben, Frau anstatt Mann. Das hat mich immer total genervt. Haben die gesagt? Ja. Die sind ganz sauber. Ja, so ist es halt. So ein 13er. Das hat mich schon schwer belastet. Oh. Das hat mich schon meine Kindheit genommen, sage dir. Ja, mit 15 bist du vergeben. Bist du mit 15 was? Ja, das ist schon ein Kind, teilweise. Also. Ja. Deshalb schraube ich jetzt an Autos, weil die können nicht mit mir reden. Das kann mich nicht beleidigen. Ja. Da was ist das für ein Geräusch? Ja, der. Der läuft. Nee, hörst du? Irgendwas. Keine Ahnung. Achso, warte mal. Du bist doch noch jung, ich bin noch sehr jung. Ja. Ja, ich bin 22. Hier läuft Kühlmittel aus. Wo kommt hier das Kühlmittel her? Warum läuft denn hier Kühlmittel aus? Da ist was defekt an dem Fahrzeug. Das müssen wir reparieren. Küken, ich bin ein Küken. Kein Küken, sondern ein Küken. Oh, jetzt wird es erotisch. Das sagt gerade eine sexy Stimme. Ja, der Das hat schon eine Stimme. Der kann schon einen Erzähler machen. Ich sag irgendwann, wenn man den Luxus haben will, der darf mal in meinem Ohr stecken und mir per Teamspeak die Chat-Nachrichten zuflüstern, damit ich weiß, was die Leute reden, ohne dass ich den Chat anschauen muss. Das ist doch mal Hightech. Das ist High Quality. Ja, klar hast du das gesagt. Jetzt sagt er, seine Frau hat das gesagt. Klar hast du das gesagt. Du bist eingebildet. Von sich selbst überzeugter Mann. Aber krass, schon recht. Mit der Alexa-Stimme macht er das nicht aus, oder? Ja. Ich muss mir an die scheiß Pizza-Hut denken in Dortmund. Ey. Weißt du, wo wir da waren? Bestellt, Essen bestellt, nach einer Stunde war immer noch kein Essen da. Und dann sagen sie, oh, wir haben vergessen, ihre Bestellung fertig zu machen. Oder weiterzuleiten. Oder so. Ja. Cool. Ja. Ja, da war die Frau halt auch so durch den Wind, durch den Dach. Ja. Mit seiner erotischen Stimme, da hast du nicht mehr gewusst, was los war. Da hat er dann vergessen, die Bestellung in die Küche weiterzugehen. Die Bestellung hat er so sexy aufgegeben. Ja. Ja, das hat mir da schon gefallen. War schon schön. Jetzt sind wir durch Dortmund gecruised. Der Georg erstmal seine Felgen geschrottet beim Burger King. Ja, war schon schön. Zweimal hintereinander an der gleichen Ausfahrt. Ja, dann verkauft, hat er gesagt, na, Felgen sind kaputt, Audi muss weg. Aschenbecher ist voll. Was ist denn jetzt da? Was dauert denn das so lang? Oh, jetzt hat er gewonnen, der Dirk. Jawohl, jetzt hat er die ganzen Punkte, die er verloren hat vorhin, hat er mit einmal wieder reingeholt. Jetzt hat er. Der geile Spanner ist auch das. So, also Spannarm, Keilriemen ist auch weg. Jetzt haben wir Platz. Für die nicht durcheinander kommen wollen, einfach wieder reinstecken. Genau, dann haben wir die richtigen Schrauben am richtigen Platz. Wenn nicht, dann wird es halt passend gemacht.
So, jetzt die... Das war auch das, was du gerade sagst, Norbert, wenn man sich aufnimmt und seine eigene Stimme hört. Das hört sich immer voll komisch an. Von mir an. Hört sich auch komisch an. Wenn ich Video drehe und so, also mittlerweile bin ich es ja gewohnt, weil jetzt ja schon sehr viele Videos gedreht, aber am Anfang habe ich gesagt, hey, das hört sich schon irgendwie... Wenn du dich im Video reden hörst, ist das schon ein bisschen komisch, aber mittlerweile ist es... Den Alarmlos habe ich. Aber jetzt gewinnen sie nur noch. Jetzt müssen wir auch, jetzt muss ich den Bot wieder ausschalten, weil jetzt gewinnen sie. So, jetzt machen wir die obere Verkleidung ab. Was machst du ab? Obere Verkleidung. Ach so, diese Metall, diese kleine dünne Blech. Ich weiß nicht, ob das aus Metall ist. Vielleicht ist es jetzt aus Kork oder so. Ja, die ist aus Metall. Ist das Metall? Aber wieso machst du die weg? Du musst doch nur die Spannrolle lösen. Ja, und wie kommen wir in die Wasserpumpe? Ach so, die muss auch noch. Die muss ja auch noch raus. Die ist ja da drunter. Ich wollte gerade sagen, hä, wieso? Du willst eine Spanne rausbauen. Nuschelfee, die Kermit knutscht. Ah ja. Also über der Wasserpumpe ist jetzt hier noch so ein dünnes Blech drauf. Das müssen wir uns da wegschrauben. Sind drei Schrauben. Genau. Sieht man das auf der Kamera? Ja, das sieht man schon. Und dann haben wir da sozusagen... Oh, die Lampe. Boah. Was war das? Jetzt schauen wir, wo das liegt. Was war das? Chat, hilf mir. Ach du Scheiße. Aber wir haben einen freien Blick drauf, das ist schon mal gut. Wo? Ganz da unten liegt. Ja, da kommt das hin. Das müssen wir erstmal schaffen. Das ist halt auch eine Kunst für sich, ne? Ja. Ja, wie gut, dass man noch mehr Werkzeug hat. Ja. Das holen wir dann gleich raus. Nee. Gut gemacht, sagt er. Wo ist jetzt die Mutter? Ich sehe sie nicht. Das hast wieder gut gemacht. Danke. Oh, Norbert hat die 5 Euro wieder zurückgebucht, da ist er die Fußschnur. Das wäre geil. Kannst die 5 Euro Spende wieder zurückziehen, weil ist ja nur Scheiße, was ihr da macht. Wenn man ändert, so minus 300 Euro steht da oben drin. Die Leute haben sich einfach was weggenommen. Scheißegal. Ich hab vor, das würde wirklich gehen, ne? Wenn du was spendest, dann sagst du am Ende so, nee, das hat mir nicht gefallen. Geht auch. Ja, nee, da nicht. Das ist ja ja. Nee, aber stell dir mal vor, das wäre schon heftig. Dass du jeder spendet, so denkst du am Livestream, Ende denkst du, boah, 1000 Euro, hast schon was verdient heute. Und dann am Ende, ja, alles wieder weg. Nur Fake. Genau, Fake Money. Nur Bitcoins. Da gibt's doch auch so, bei Twitch ist es so schlimm. Bei Twitch kannst du ja jede Währung spenden. Da steht da manchmal irgendwas mit 10.000, dann denkst du, boah, und dann ist es irgend so eine komische Währung, die auf 10.000 nur 3 Cent wert ist oder so. Schau, ob der Freilauf geht. Ja, der geht. Jetzt, wo ich gerade da bin. So Fingerratschen wäre so genial, gell? Warum? Wir haben die Fingerratschen, du machst immer so rum, das ist ja furchtbar. Jetzt nochmal zum Zeigen, weil das kennt ja nicht jeder, aber die meisten, die uns zuschauen, die wissen das schon. Gummiert. Nice. Fingerratsche. Very nice. Ja, nee, das ist der Schrauben, das ist hier unser Ding, das ist unser Ratschenschlüssel, der gerade runtergefallen ist. Da unten, das was du siehst. Der liegt da gut. Den hat der Georg mal dezent ins Nirvana geschossen. Den holen wir uns aber gleich wieder raus. Okay. Mit dem Blech hier. Denk dran, ich hab's schon vergessen. Macht ja nichts. Oh, das ist zu lang jetzt. Der lang muss. Der lang muss. Die Schraubenschlüssel. Habt ihr schon mal einen Nockenwellensensor bei dem Motor gewechselt? Oh, mit Sicherheit. Ja, der ist doch hier oben. Ja, der ist doch gleich schon. Hier. Muss Sunrim ab, Verkleidung, Plastik ab. Die aber gleiche Arbeit. Ah, nee, das ist der andere. Die gleiche Arbeit ist es. Ist so drin. Muss alles raus, Motor muss raus. Bei manchen arbeiten jetzt mal ohne Mist. Bau lieber den Motor aus. Bei Opel ist es so schlimm. Bei Opel musst du auch immer einen halben Motor zerlegen, wenn du den wechseln willst. Was sagt der da? Dachte so? Dachte der Georg hat den schon rausgefischt. Nee, so groß ist er nicht. Mach ihn nicht da. Ganz vergessen. Mach mal gleich. Nix meine Aufgabe. Ist das jetzt locker da? Ja, ich habe noch eine Schraube. Immer noch. Ja. Das hat 3 Schrauben, nicht 6 ja. Schrauben. Ja, dann brauchst du ja für 3 Schrauben, ist ja furchtbar. Guck mal, ob von der Seite an der Schlüssel kommt. Oh, da komme ich sogar ran. Ich gehe auf Tauchstab. Nein, jetzt fällt es noch weiter runter. Nee. Ah. Ding, da ist er. Da ist das Ding. Gib mal her jetzt das Ding jetzt. Alles wieder selber machen da. Bleib mal unten, vielleicht fliegt er nochmal runter. Fliegt nichts runter. So. Position aussuchen, wo man sieht hier. Wir haben genug Nüsse da. Wir haben immer Nüsse dabei. Ich glaube, der Zahnriemen muss dazu nicht ab. Doch, der Zahnriemen muss ab, gelockert. Weil da Spannung drauf ist.
Also, für was? Also rausbauen nicht komplett, aber du musst ihn halt locker machen. Ja, für den Nockenwellensensor? Oder nee, für die Arbeit, was wir jetzt machen. Oder was? Achso, du meinst jetzt für den Nockenwellensensor? Der muss gelockert werden, die gleiche Arbeit, was wir jetzt machen. Genau. Die gleiche Arbeit, was wir machen und dann einen Schritt mehr. Ganz rausnehmen musst du nicht, aber du musst halt Platz haben, dass du drankommst. So. Können wir es jetzt endlich abziehen? Ja, weiß ich nicht. Ich versuch's jetzt mal. Mach weg das Ding. Ich hab doch keine Ahnung. Das erste Mal am Auto. Da bin ich so, wo ist die Wasserpumpe? Wo ist die Wasserpumpe? Wer sieht die Wasserpumpe? Bilderrätsel. Ist das die Wasserpumpe oder ist das die Wasserpumpe? Oder das da ganz oder das da. Oder das hier oben vielleicht. Oder alle drei zusammen. Eins, zwei, drei oder vier. Umlenkrolle musst du auch noch mitziehen. Ja, hab ich ja. Nee, du hast da unten die. Achso, das ist die Kurbelwelle. Ja, das darfst du ja verraten. Wir müssen ja noch atmen. Ja, ja. Jetzt haben sie natürlich wieder. Ja. Sieht man doch. Kann man da was sehen? Warte mal, ich muss mal kurz von der Seite reingucken. Ob das undicht ist. Könnte dezent undicht sein, so ist es auch. Ach du Scheiße, ja, das ist alles nass da unten. Ich weiß nicht, ob ich es einfangen kann. Ich versuche es mal. Wartet mal. Ja, ich glaube, man sieht es ganz gut. Da hinten ist relativ viel Rot drin. Ja, die ist auf jeden Fall undicht. Ne? Nummer 7, richtig. 7, genau. 7, 8, 10, 11, 1, 1. 1 in den Chat. Da hat 100 Punkte. Nein, da hat wieder 100 Punkte verloren. Ja. Schwiegersohn zahlt beim Bosch-Dings noch 100 Euro inklusive Einbau. Was? Ding, Ausbau. Nockenwellensensor. Ja, ist das schön für ihn, weil das ist sehr günstig. Ja. Da gehe ich auch in diese Werkstatt. Da brauche ich mir mein Handy. Also 100 Euro ist echt günstig. Für 100 Euro schicke ich es gleich hin. Also mit, wenn mit Material so alles dabei ist, für 100 Euro ist echt geschenkt. Weil der Sensor alleine kostet ja schon fast 40, 50 Euro, wenn du es dann vom Bosch nimmst. Der Sensor 30, richtig? Ja, original Bosch kostet schon 50. Weil die bauen ja keinen. Was ist das 15? Oh, sorry. So, jetzt kommen wir den Riemenspanner. Was Alge, Alge? Ach so. Die Kontermutter. Du tust ihn nicht spannen, du tust ihn entspannen. Habe ich jetzt spannen gesagt? Das hat spannen. Entspannt ist er schon. Der Dirk ist auch ein Spanner. So, jetzt geht's zurück. Nur der braucht keine zwei Nasen, um richtig eingestellt zu werden. Jetzt nehmen wir den Imbus, den Lampen da. Echt? Machst du sowas? Machst du diese? Habt ihr gesehen, das hat sich jetzt komplett entspannt? Und diese Spitze dahin, die ist jetzt auch weg. Die kommt wieder nach oben nachher beim Spannen. Die muss halt dann zwischen den zwei Öffnungen sitzen. Machst du diese locker? Da ist so viel Fett drauf, das müsste eigentlich von der Leiter runterrutschen. Ah, mein Finger. Also ich löse mal Täter nochmal das Spiel. Was willst du denn lösen? Zeig ich dir gleich, das was ich dir gesagt habe, ist die Verrutschung. Achso, du meinst von der Nockenwellenrad? Ja. Die fein. Ja, aber dann stimmt die OT-Stellung ja nachher. Ach doch, die ist ja innen, ne? Die ist innen. Die ist ja nur ein Rad. Hier könnte man sozusagen über das Nockenwellenrad könnte man auch noch Spannung erzeugen. Nein, nicht Spannung. Nein. Über dieses Nockenwellenrad machst du die feinen Einstellungen. Ja, meine ich ja. Ist ja auch mit Spannung entspannt. Nein, ohne Spannung. Nein, ist keine Spannung. Das ist die Feineinstellung für die Synchronisation zwischen Kurbelwelle und Nockenwellenrad. Ja, die hat eh nicht gestimmt, müssen wir eh noch einstellen. Ja, das ist zu weit hinten. War eh auf Anschlag. Ja, mir gefällt das nicht. Soll immer ein bisschen Spiel sein, sonst ist immer Anschlag. Jetzt ist er wenigstens wieder sauber. Mach dir ab, dem Gerät. Das liebe ich auch immer, wenn die ganz neu sind, die da drauf zu zwimbeln, ey, das ist furchtbar. Ich kann auch das Ding lösen. Nee, mach nicht. Nee, jetzt geht's schon. Ein bisschen macht man das schon. Oh Gott. Millimeter wieder. Wenn man überlegt, wie viel Kraft aus so einem Riemen kommt, ne? Die ganze Steuerung geht da drüber, ey. Ja. Ganze Gewalt.
Das sind die Langlöcher. Ja. Die müssen immer bei Einstellung immer mittig sein. Und wenn er neu ist, muss er so sein. Wenn es so ist, wie es vorhin war, dann waren die nicht fest genug. So. Gut. Und auf Seite den Lachs. Das andere stelle ich mal richtig drunter, dass wir da die Siffe rauskriegen. Ach, so. Du kannst untertropfen. Drei Schaum müssen es sein. Was schau mal, drei müssen es sein, ja. Siehst du hier an der Wasserpumpe? Eins, zwei, drei. Genau. Und so undicht wie die ist, dürfte die auch sogar relativ leicht abgehen. Wenn ja, vielleicht ist nur das Lagerspiel zu hoch. Scharfes Messer, wie scharfes Messer? Willst du nicht durchschneiden oder was? Boah, wackel mal. Da ist nichts. Nee, achso, das sah aus, als hätte die übelsten Spiele. Also, nee, hat sie nicht. Aber halt undicht wie so. So, was haben wir hier für Imbus oder haben wir 10er? 13er. Nee, 10er sind es. Ja, 10er. 10er. Ja, 10er, vorher war 13er. Früher. Sehen die was? Ja, musst du ein bisschen das Licht weiter nach hinten machen, sonst. So. Genau, also da ist jetzt die Wasserpumpe. Die ist jetzt mit den drei Schrauben befestigt. Die macht der Georg jetzt locker. Dann können wir uns die rausziehen. Unten haben wir uns ja schon die Wanne drunter gestellt fürs Kühlmittel, was noch rauskommen wird. Ist zwar nicht mehr so viel wie vorher, aber ist ja immer was drin. Ne? So. Wegsprengen, können wir auch wegsprengen. Ja. So, wo ist die zweite? Die Werkstatt hat den Riemen mit Wasserpumpe eingebaut. Garantie. Ja, vor 2 Jahren, ne? 2 Jahre hast du Garantie. Natürlich direkt nach Garantieablauf. Keine Garantie mehr. Keine Garantie mehr. Vergesst die Knarre Nuss. Haben wir doch schon raus? Hatte der Georg schon da? Ja, da ist sie. Habe ich das schon rausgefunden? Das hat der Patrick gemacht. Das ist alles schon draußen. Alles schon draußen. Der das habe ich schon gesagt, der passt. Das passt auf. Der schreibt, der hat so einen kleinen, der hat ja diesen Manol-Notizblock. Da schreibt er sich dann immer alles auf. Und dann macht er so ein Häkchen dran. Und wenn das dann erledigt ist, dann ist er beruhigt. Dann kann er heute Abend gut schlafen. Der ist gut. Wenigstens einer, der aufpasst. Der muss aufpassen, genau. Ist so schön, so Hilfe. Die anderen zocken nur und die anderen passen auf. So ist das halt. Jeder hat so seine Aufgabe. Ja. Und dann irgendwann mal sind wir, oder was heißt irgendwann? Und irgendwann, wenn ein Video kommt, wo wir sagen, Schraubenschlüssel im Ding, dann sagt er, ja, das war am 12. Juni 2000, da habt ihr das vergessen. Ich hab's euch gesagt und ihr habt nicht aufgepasst. Ja. Da habt ihr wieder gefuscht. Da habt ihr nur 12 anstatt 15 Newtonmeter. Genau. Der analysiert auch die Videos, guckt sich den Schnitt an, ob der sauber geschnitten ist, das Video, und ob das auch einen Sinn ergibt, was wir da erzählen. Macht's ja meistens nicht, aber... Und da ist dann auch egal. 10er Schrauben, ich pack's nicht. M6er. Hm, wo ist die eine? Ich sehe es nicht. Blindfischen. Besonders bei den Livestreams, genau. Da muss er natürlich mehr aufpassen. Kann er sich zwar später auch noch anschauen, aber wenn er live gleich analysiert, ist es für ihn auch besser. Das tut so ein bisschen Grips steuern, ne? Also ein bisschen. Oh, da ist er detailreich. Genau. Und heute Abend, wenn der Stream vorbei ist, kriege ich nachher wieder E-Mail vom DAS, wie jedes Mal. Wo ist denn die Schraube? Ich sehe nichts. Mit 10 Bildern und Beschreibung und Pixelfehlern und da werde ich wieder gewünscht. Ich sehe die Schraube nicht. Deshalb muss ich die Livestreams auch immer offline nehmen, dann, wenn zu viele Fehler drin sind. Genau, besonders der Schnitt wird kontrolliert, die Übergänge von 1 zu 9. Wie viel Akku hast du noch? Ich habe noch Akku. 58. Macht dir eine Bildschirmhelligkeit weniger? Hm, das hilft wirklich. Gehen. Hast du ein Abdrückset? Das haben wir auch, ja. Das machen wir dann. Das tun wir testen. Genau, das tun wenn dann testen. Die neue Pumpe drin ist, haben wir auch da. Also jetzt gleich machen wir es fast schon. Ja, du musst erstmal reinmachen. Wenn ja, abdrücken kann man auch trotzdem. Ja, aber es ist ein Abdrücken, wenn es offen ist. Kannst du das? Na, jetzt nicht, aber wenn die neue hat. Sag ja, wenn die neue drin ist, du musst abdrücken, dann können wir gleich schauen. Wo ist die dritte Schraube? Ja. Ja, wenn du jetzt aufmachst und abdrückst, das bringt nicht viel. Ach, das nicht. Der Wasserbehälter muss auch ran. Ja. Ein geschlossener Kreislauf. Wie viel Bar ist der Öffnungsdruck? Ich glaube, der muss 1,8, 1,9. Ich glaube, der Jonas fährt mit 1,3 Bar. Nein, aber nicht mit Kühlkreislauf. Was fahre ich? Mit atmosphärischem Druck 2,8. Also 1,8 Bar. Hast du Behälter unten? Der ist unten. Jetzt kommt bestimmt 100 Liter Wasser raus. Ja, mit Sicherheit. Aber wenigstens schaut es nicht gut aus. So. Ich gehe mal nach unten und guck mal, dass das auch da reinläuft.
Nicht, dass so, also ein bisschen was daneben tropfen kann schon passieren, aber halt das nicht so. Genau. Oder warte, die Leute wollen ja sehen, wenn du es abmachst. Ja. Alles im Ernst. Muss ich gerade dran gehen. Alles im Ernst. Mach runter das Ding. Ruhe. Oh, perfekt. Ja, schaut doch gut aus. Ja, jetzt haben wir eine siebenfache Fehler, oder? Das stinkt immer so eklig. So, wie schaut er aus? Ah, das ist sogar eigentlich eine gute Wasserpumpe mit den Schaufeln dran. Ja, ich kann es erkennen. Ja. Aber die Auflage, schau mal, die Auflagefläche ist ja, nicht ist sauber. Ja. Oder ist noch die alte? Ja. Haben sie gar nicht ersetzt, weil von Conti. Naja. Das kann man doch irgendwo sehen, doch, die Herstellungsdatum. Die sind 2019, ja. Ja, und 2020 eingebaut. Dann haben sie die schon. Das ist schon eine neue gewesen. Aber ist halt undicht gewesen, ne? Warum? Aber schau mal, wie viel Dreck da auch dran ist überall, ne? Da siehst du richtig die ganzen Schmodder und Kristalle. Ja, jetzt haben wir eine. Du kannst die Oberfläche sauber machen. Ja. Also, eigentlich sind die Wasserpumpen hier am besten mit den Schaufeln dran. Dann haben wir jetzt heute haben wir so eine, damit ihr mal die Unterschiede seht. Das sind eigentlich die besten, die man kriegen kann. Dann haben wir hier die. Diese mit Alu, die gibt es auch mit Plastik. Also mit Plastik würde ich schon mal überhaupt nicht kaufen. Das Problem ist, dass die auch gerne mal abreißen können, hier oben, der Kranz. Und dann schwimmt es sozusagen da drin. Das ist halt auch nicht so geil. Das sind eigentlich die besten hier. So, jetzt haben wir hier unsere Öffnung. Die werde ich jetzt hier ein bisschen mit der Stahlwolle sauber machen von unserem lieben Herr Mess, den ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich hoffe, dem geht es soweit gut. Aber der wird sich mit Sicherheit auch mal wieder melden. Da bin ich mir sicher. So, war das Auffangen, war eine BGS, genau, aber die hat glaube ich, ja 15 Liter müsst ihr haben, ja. Muss ich gerade mal im Schrank schauen, wo wir die Stahlwolle rein, da ist die Stahlwolle. Ja. Ja. Stahlwolle, Moment. So, hier schön alles ordentlich, ne? Alles. So, und dann machen wir unsere Schleifpapier. Das ist hier unten drin. Ne, das war. Was sind das? Achso, das sind deine. Komm, nimm mal was raus, was Feines, so ein ganz feines von mir. Das ist recht, ja. Also wie gesagt, Material darf man da natürlich nicht, weil das Alu ist, aber ein bisschen ganz leicht, ganz feines Papier, so 3000er Korn. Und hier mit den. Mit der Stahlwolle machst du das, dann kann ich es ein bisschen filmen. Ich rauche jetzt eine. Ich mach das kurz noch. Sei nicht so. Ich rauche jetzt eine. Mach nicht diese. Mach zwei Auge. Mach nicht diese. Machst du ein bisschen sauber. Ich hole ein bisschen Wasser dann gleich, dass wir das ein bisschen abspülen können. Wasser? Ja. Der ist noch wieder. Nein, ich bin mit Wasser. Kühlmittel geht immer am besten mit Wasser auflösen. So, jetzt können wir zurück. Ist das die Fläche? Ich sehe es nicht. Wieso siehst du nichts? Ja, ich sehe gar nichts. Ja, dann sehen die Leute auch nichts, wenn du nichts siehst. Komm, mach sauber jetzt da. Okay, halt. Kannst du fangen? Schlimm. Da sind halt keine Haare drumherum, was soll ich machen? Ja, ist rasiert. Mach sauber. Du Stück. Hol mal Wasser mit die Leute, dass wir so ein bisschen runterspülen können. Da ist Greenstar drin, hier machen wir unser Wasser rein. Der ist leer, hier ist warmer. Der Behälter, wir müssen ein bisschen runterspülen. Wir haben hier unsere Wasserquelle. Boah, was ein Wetter, ey. Wahnsinn, ey. Voll geil. Boah, aber warm wie Sau, ne? Warm wie Sau. Ich hoffe, dass der Empfang jetzt nicht so abbricht. ASMR. Servus Kfz, sorry, ich habe das jetzt erst gesehen. Ja, das reicht. Zum Unterspielen reicht das. Die Tiere wollen ja auch ein bisschen was trinken. So, bitteschön. Gut. Vögel zwitschern da oben. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie schaut's aus?
quietscht. Ja, ist ja gut. Ist ja viel Ablagerung. Beruhig dich. Ist sauber. Bleiben Sie mal ruhig, Kollege. Bleiben Sie ruhig, dann wird Ihnen geholfen. Aha, wie sieht es mit der Kamera aus, damit ihr ein bisschen sehen könnt? Achso, warte mal, ich hab den Spiegel. Wo ist der Spiegel? Der Spiegel, das ist so eine Zeitung. Kennst du den? Wo ist der Spiegel? Den haben wir heute gehabt. Ach, den Spiegel, da oben liegt er doch. Unser A3-Spiegel, der hilft uns auch weiter. Weiter oben ein bisschen, sagen wir mal. Und von hier sieht man das Thermostat. Siehst du das? Ja. Warte, jetzt hat. Ja, da ist der Thermostat da, ja. Ja. Aber oben muss noch ein bisschen. Wie beim Zahnarzt. Immer schön im Spiegel rein, gucken, ob alles gut ist. Der Spiegel ist von A3. Ja, wie so ziemlich alles hier in der Halle, wenn Ersatzteile rumliegen, ist eigentlich immer vom A3. So viel Öl und Silikon und die Tür quietscht. Ja, super. Ja gut, hast du eigentlich recht. Hast du eigentlich recht. Kann man nicht mal ein bisschen Silikonspray. Hier unser schönes Manolregal. Eins davon. Komm, wir gehen mal ein bisschen hier mit dem Silikonspray. Gehen mal ein bisschen die Öl entquietschen. Vor allem Öl entquietschen. Mal die Tür entquietschen hier. So, einmal. Zweimal. Schauen wir mal, ob es besser wird. Und? Oho! Hat schon aufgehört. Wunderbar. Ist schon fertig. Jetzt muss es passen. Keine Sendung ohne Silikonspray. So schaut's aus. Oh, Dirk hat wieder gewonnen. Dirk ist wieder auf Überholspur. Oh. Und? Ja, nicht ganz zufriedenstellend. Nur befriedigend. Das ist schlecht. Ja, das ist auch befriedigend, ist gut. Ja, schon. Oder? Schon. Warte mal, ich habe jetzt gerade eine andere Idee. Ich muss euch mal kurz... Moment. Ah ja, da. So, ich bin kurz auf dem Knopf gekommen. Ich muss mir kurz was bauen hier, Moment. Ich muss mir was umbauen. Oh. Was jetzt? Das ist der Spiegel im Wasser. Was? Nein, der Schwimmer. Falls ich am Handy das immer auf diesen blöden Ausknopf kommt. Aber du kannst den Kutter nochmal reinstehen. Ja, wenn du schnell genug bist, dann bleibt er online. Ja. Wenn du zu lang brauchst, dann musst du den Stream wieder neu starten. Ja, das ist mir am Freitag passiert. Ich habe gestreamt und dann weg. Voll der Mist. So, warte, ich habe fertig. Ja, warte. Das ist Greenstar, das will ich jetzt nicht benutzen. So. Jetzt kann man das hier ein bisschen sauber machen. Hallo. Boah, was eine Technik, ey. Ha? Was eine Technik. Das war ein bisschen blöd hier, aber... Aber so kriegst du es wenigstens schön sauber. Den ganzen Rotz da. Du kannst jetzt ein bisschen mit der Druckluft natürlich. Also ist auch wichtig, dass man sich die Öffnungen von der Wasserpumpe, da wo die Schrauben reinkommt, da musst du mit Druckluft rein. Weil wenn da Wasser drinne bleibt und sich das ausdehnt, dann kann natürlich die Wasserpumpe auch runterspringen. Was auch ein Grund sein kann, vielleicht haben sie das nicht gemacht. Vielleicht war da noch Kühlmittel in den Öffnungen drin und hat sich dadurch die Wasserpumpe nach außen gedrückt und ist undicht geworden. Das passiert auch gerne. Aber die Auflagefläche, die war dreckig. Die war auch dreckig, ja. Die sieht an der Wasserpumpe selber. Ja. Wenn die neu ist. Ja. Sieht echt nicht schön aus. Ja. Bester. Ja. Nee, wie gesagt, und ich denke auch, dass, wieder beweist, vielleicht haben sie das auch nicht ausgeblasen, die Schraubenlöcher. Und dann hast du die sich ein bisschen nach außen gedrückt und dann hast du halt auch das Problem, ne? Ja.
So, jetzt mal kurz da. Der Kompressor ist am Arbeiten, das hört man. Ja, kann sein, dass sie das nicht sauber gemacht haben. Kann passieren. Wie ist die Qualität noch immer gut, denke ich, oder? Die Stoße. Ja. Und wir sind keine Profis da. Da geht alles schief. Qualität passt immer und alles. Genau. Ja, Profis will ich jetzt nicht sagen, aber. Klar, wir haben auch Reparaturen, die nicht so gut funktionieren, aber wir machen halt dann das Beste draus und am Ende passt es dann auch. Vielleicht nicht unbedingt so, wie es vorgeschrieben ist, aber da kann man eh nicht nachgehen. Also, ja, normalerweise muss die Kugelwelle wie im Scheiter. Genau. Wie gesagt, aber kein Problem. Aber Reparatur nach Vorschrift, ja, klar, in der Werkstatt musst du schon machen, ne, weil das ist ja alles mit Versicherung und so. Aber wenn du weißt, wie es anders da auch geht, ohne Probleme, warum sollst du jetzt da extra mehr Aufwand betreiben? Ne? Du wirst auch sehen, die Drehmomente sind wichtig, aber bei gewissen Schrauben. Also wenn man mich fragt, ich bin, oh, das war ein bisschen zu schnell, ich bin für einmal 1 Liter Dosen zumindest von gestern, jawohl. Was war die höchste Anzahl an Schrauben, die übergeblieben sind? Du meinst so, nachdem wir alles fertig waren und auf den Tisch geguckt haben? Drei Stück. Bleiben immer mal liegen. Aber das waren kleine. Meistens hier, am meisten sind die hier, diese Karosserieschrauben halt, wo irgendwelche Plastikteile befestigt sind, aber im Großen. Aber der Motor ist gelaufen. Ja. Und läuft immer noch. Bis jetzt laufen sie. Außerdem müssen wir auch schauen, dass die Autos kaputt gehen. Wir brauchen ja Arbeit. Ja. Und leicht wegen Spritsporn. Ganz wichtig. Jede Schraube 0,1 Liter weniger. Auf 1000 Kilometer. Mindestens. Und immer auf die Schrauben drauf an. Wenn sie größer sind, dann sparst du noch mehr. Ja. So, machst du ein Mikrofon aus, oder? Nee, lass mal uns stehen. Dann ist, dann ist es nicht so laut. Also ich puste mir das jetzt gerade mal hier aus. Mit dem Gerät. Ich glaube, das ist Pfeffer. Komm. Oder Güde. Ja, alles gleiche eigentlich. Ja. Pfeffer, CGS. Aber der ist schön leise. Ja. Das müsste der Kompressor. Für die Arbeit, die wir machen, reicht das völlig aus. Ist jetzt kein riesen Teil, aber ich kann das völlig ausreichen. Wir benutzen den Kompressor vielleicht einmal im Monat. Das ist nicht so oft. Wo ja. Reicht jetzt was aus? Ein kleines Film auf die Wasserpumpe dicht machen. Was? Auf die Kraft? Was willst du drauf machen? Hinter der Gummidichtung nochmal. Die oben die. Ja, irgendeine. Will ich. Von Patek haben wir keine mehr, gell? Ich hatte mal extra so für. Die rote? Die rote, ja, die kannst du doch für nehmen, aber die haben wir doch gehabt irgendwo, oder? Ja, die haben wir gehabt irgendwo. Irgendwo. In Mexiko. So, jetzt ist schön trocken. Genau, mit dem Bremsneiger, damit fettfrei ist. Ja. Also die finde ich jetzt gerade nicht wirklich. Patrick. Haben wir die letzte Mal, aber die benutzt noch? Ja, weiß ich ja. Weil das ist ja für die Scheinwerfer, die können wir nicht nehmen. Oder du musst unten in der Kiste schauen, in der schmalen, da sind lauter Dichtungen drin. Schau mal da hinten, da hintersten sind 100 verschiedene. Grau, schwarz, gelb, blau, alles was du siehst. In der hintersten schmalen, ja. Ich gebe noch einen Bremsenreiniger drüber, damit die Dichtfläche schön fettfrei ist.
Trotzdem schaue ich mal, ob ich noch finde. Hallo. Aber den Schrank hast du nicht vorne rein. Puh. Schau mal. Und das ist hier oben. Wo könnte das sein in der Schublade? Da wäre halt eine von den Schubladen. So, Lichtfläche ist sauber. Aber ich glaube, das machen wir nicht mehr. Ich weiß, irgendwann haben wir die benutzt, das letzte Mal, aber ich weiß nicht, wo wir die hingelegt haben. Ist da wurscht, nimmst du die, hast du die schwarze? Graue, das gleiche. Graue ist ja Gasket, ist ja, kannst du ja nehmen. Ja, das schwarze, die haben bloß nur das Ding gebraucht. Die Temperatur, die schwarze kann aber so heiß wird es ja nicht. Schwarz ist was? Schwarz ist mit 300 Grad. Aber so heiß wird es nicht. Na, das ist weniger. Die hat 230. Ja. Ja, so heiß wird die Wasser drin. Also wir machen uns an die Wasserpumpe, ich zeige euch das mal kurz, weil da ist ja zum einen natürlich, achso, hier bitte, hier seid ihr, Entschuldigung, da ist ja ein neuer Dichtring dabei. Kommt da drauf? Komisch, richtig. Hä? Ja, komisch, nicht. Keine Ahnung, vielleicht hast du mitgenommen, weil du hast doch beim, du hast deine Werkstatt beim Bus, hast du auch neu gemacht, vielleicht hast du sie mitgenommen. Ja, die habe ich ja gekauft selber. Achso, okay. Ja, die finden wir schon irgendwann so richtig, ist das jetzt nett. Mhm. So richtig ist das jetzt nett. Ah, geh rüber. So, also Dichtung haben wir jetzt hier drauf, ne? Die schwarze Gummidichtung. Und unter die Gummidichtung machen wir uns jetzt hier noch so eine von Manol hier diese Gasket. Das ist eigentlich für Ölwand, aber kannst dafür auch hernehmen, die ist okay. Das ist eine gute Dichtung. Doppelt hält besser. Machen wir uns da auch. Mhm. Boah, das stinkt immer so, das Zeug. Ich finde das so geil. Boah, echt? Ja. Boah, das ist eklig. Machen wir Probespritzer hier? Geht schon. Jetzt sieht er allein. Okay, das. Dann viel Spaß noch mit deiner Frau. Das, danke, dass du dabei warst. Bis demnächst. Ja, schon mal zocken. Hast recht. Wie gesagt, spätestens nächste Woche im Livestream sehen wir uns eh. Nächste Woche machen wir die Zylinderkopfdichtung neu. Aber den machen wir in 2 Tagen. Ja, da gibt es 2 Livestreams. Ja, das werden wir auf 1 Tag nicht machen. Nö. Boah, stinkt das, ey. Wir können ja mal gerne sagen, wie viel Uhr sollen wir Livestream starten? Nächste Woche 1 Uhr. So, jetzt kann man es mal sehen. Hier haben wir jetzt, das sieht man fast gar nicht. Aber hier unten ist jetzt so eine graue Wurst drauf. Und ja, das sieht man auf der Dichtung. Der haben wir uns jetzt noch zusätzlich drauf, also als zusätzlichen Schutz. Ja, schön geworden. Ja, was ist denn so die perfekte Uhrzeit? Ich denke, 12 Uhr ist eigentlich ganz gut. Ja. 12 Uhr ist eigentlich eine gute Uhrzeit. 12, 13 Uhr. Wir sind ja eh mehrere Stunden online. Also von daher ist es ja kein Problem. Dein Handy muss voll sein? Ja, ich habe ja Ladekabel. Also wie gesagt, Dichtfläche haben wir jetzt mit Wasser sauber gemacht, weil Wasser verdünnt das Kühlmittel und die Dichtfläche ist jetzt hier mit dem Bremsenreiniger auch schön abgereinigt und trocken. Und da können wir uns jetzt hier die neue Wasserpumpe ansetzen. Muss natürlich auch trocken sein wegen der Dichtung, weil sonst haftet die nicht. Wenn da Rückstände wären, dann würde die nicht fest werden. Schau ich mal. Und jetzt gehe ich mal auf die Seite, damit der Georg da mehr Platz hat. Dann kann man uns die da draufsetzen. Nix. Nee, drin? Nein, noch nicht. Jetzt habe ich es, glaube ich, knack gemacht. Bei mir hängt es davon ab, was der Plan ist. Heute Nachmittag kommt noch meine Freundin zum Eis essen.
Ja, wie gesagt, also wir streamen ja meistens so 2 bis 3 Stunden. Ne? Und irgendwann in dem Zeitraum schaffen es die meisten halt. Du musst ja nicht von Anfang an dabei, wenn es nicht klappt, was ich meine. Wir sind ja froh um jeden, der dabei war oder ist. Also das ist überhaupt kein Thema. Ne, ist halt immer schön, wenn die Leute ein bisschen ratschen miteinander und mit uns. Ein bisschen Unterhaltung. Ihr habt Unterhaltung. Und das ist eigentlich so der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Und ihr habt halt noch ein bisschen was gesehen. Also Wasserpumpe sitzt jetzt drauf. Wir sitzen uns jetzt erstmal hier die Schrauben mit der Hand an. Und achso, Drehmomente, warte mal, wo kann man die jetzt? Ich hab die Drehmomente sind 15, maximal 8. Viel, ja. Das ist auch Dichtfläche, wie ja. Ölwanne. Ja. Ich stelle den schon mal ein, weil die kriegen ja nicht viel, das ist ja... Wir machen wieder an. Hä? Der geht doch nicht bis 8, oder? Achso, das... Machen wir wieder an. Ja, machst du. Ich habe wieder Probleme gehabt. Ja. Wenn nicht, dann geht's. Ja, normalerweise, wie gesagt, die brauchen nicht viel. So, wie richtig bin, da bist du. Bin ich? Das Licht. Was man hier sieht. So. Ist der Kübel auch mal dicht? Angesetzt, die wir ansetzen. Und die dritte ist hier, okay. Na toll. Das hast du ja wieder gut gemacht. Natürlich in die Wanne, wie immer. Schön fischen. Warte. Der Spiegel liegt auch schon drin. Ja. Hey, jetzt kann man die Wanne wechseln. Ja. Bevor dann wieder die nächste. Ja, da fliegt mit Sicherheit noch was runter. Angel, nee, wir haben eigentlich hatten wir so einen Magnetstab, aber keine Ahnung, wo der hinkommt. Ich hatte mal so einen Magnetstab zum Ausziehen, so ein Teleskop. Kennst du diese schmalen? Habe ich noch beim Hagebaumarkt gekauft, so diese Billigdinger, die haben ja gereicht. Da war er. Ist die Taschenlampe jetzt aus? Weiß ich nicht, nee, die liegt hier. Das sind so billige gewesen, das hat ja aber völlig gereicht, aber ich weiß nicht, wo die hingekommen ist. Da konntest du halt, dann war ein Spiegel mit drin, dann so ein Magnetteil. Nur wieder besorgen. Vor allem, wenn so Schrauben runterfallen, sind ganz praktisch. Kann man drin rumfischen damit. Okay, alle angesetzt, machen wir erstmal mit der Hand fest. Ja. Die Finger ratschen. Schön gerade. Nicht verkantet. Gut. Und wenn es verkantet, denkst du, das ist fest, aber trotzdem nicht dicht ist. Wir haben um die Ecke einen Sonderpostenbaumarkt nach BGS. Auch BGS. Ja, genau, sowas haben wir hier auch. Da ist sogar Sonderpreis Baumarkt. Ist wahrscheinlich den gleichen, den du meinst. Jetzt drehe ich mal kurz. So. Gut. Komme ich auf diesen blöden Knopf da oben drauf, ne? Die Kamera abstellen. Der geht so leicht drücken bei dem Handy. Katastrophe. So, ich mache mal das Silikon zu, damit es nicht austrocknet. So. Machen. Nächste Handy, ein Cut, der Geo gerade auf so eins von. Die ein Cut, der Geo gerade auf so eins von. Ist doch von Cut, oder? Dein komisches Wärmebild-Handy. Hä? Ist doch von Cut, oder? Das ist von China. Ach so, aber es ist so ähnlich halt. Ja, freilich. Das Cat war mir zu teuer. Hauptsache ein Wärmebildkamera. Da habe ich das günstigste Handy, China-Handy rausgesucht mit Wärmebildkamera. Riesen Akku? Das günstigste Handy Chinas. Ja. Aber perfekt, das wäre mit Kamera. Du kannst schön auf Wiedersuche gehen. Also finde ich. Du kannst schön auf Wiedersuche gehen. Also finde ich. Naja, das schaut wieder aus, wie ich sage. Jetzt hätten wir ausgearbeitet. So, finde ich alles angesetzt. Ja, Mann, haben wir schon 2 Stunden. Wir haben 2 Stunden. Eigentlich könnten wir auch. Ja, ich mache jetzt mal fest.
ein bisschen warten, dass der anzieht. Ja, wir können das schon vorher. Und dann abdrücken. Ja. Kurz abdrücken, dass es dicht ist. Willst du noch zeigen? Ja, freilich. Wollen die Leute es noch sehen? Ja, sonst denken wir, haben gepfuscht. Das ist alles fake. Achso, okay. Ja, dann warten wir noch einen Moment. Können wir uns noch kurz unterhalten. Dann zeigen wir euch noch, wie wir das abdrücken und dann machen wir Feierabend für heute. Weil dann ist ja nur noch der Zusammenbau sozusagen. Und dann habt ihr euer Nachmittag noch. Und wir haben unseren Zusammenbau noch. So, bis zum bitteren Ende, sagt er. Okay. So, was haben wir jetzt hier noch? Meint Georg die 500 Gramm schwer? Nee, so schwer ist das Handy gar nicht. Das war das, wir hatten doch... Das ist doch schwer. Echt? Wir hatten doch das Video mit dem A4 gemacht, wo wir die Wärmebildaufnahme gemacht haben mit den Bremsscheiben. Und das war mit dem Handy, was der Georg sich da gekauft hat, Wärmebildkamera. Das war mit so einem Hardcase. Ne? Also das kann man auch runterfallen lassen und so, ohne dass es kaputt geht. Haben wir jetzt natürlich nicht getestet, aber könnte man mal testen im Video. Was soll man testen? Und dein Handy durch die Werkstatt schmeißen, ob es das aushält. Achso, nein. Er sagt nein, ich sag ja. Wir lassen den Live-Chat abstimmen. Ja, was soll der sagen? Wir machen eine Umfrage. Handy rumschmeißen, ja, nein, vielleicht. Das billigste Handy, Chines. Nachher geben wir uns noch ein Eis auf Norberts Nacken. Ja. Das ja, ich will dich schon schmeißen, da sollst du mir mal ein paar Abos bei meinem Kanal lassen. Was willst du schmeißen? Mein Handy schmeißen. Für 100 Abos schmeißen wir es, oder? Auf meinen Kanal. Ja. Nochmal Angebot. Wie viel Akku habe ich? Ja, das wissen ja die wissen ja die meisten. 2 Stunden geht eigentlich ganz gut von der Akku her. Bla 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 bla. Danke für den Kommentar. Gut. Also einer findet es gut, dass wir so viel reden. Wer? Weiß ja nicht. Kommentar steht nur bla 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 bla. Echt? Ja. Das ist geil. Der beste Kommentar, ja. Das ist das Beste. Ich meine, was willst du machen? Sollst jetzt, also am besten, glaube ich, für Leute ist am besten, du machst einfach nur Videos ohne Ton, ohne Musik, ohne gar nichts. Am besten noch ohne Bild. Dann können sie auch nicht beschweren. Kannst du nichts falsch machen, kannst nichts Falsches sagen. Ist eigentlich nicht schlecht. So. Der Behälter. Machen wir kurz ran. Provisorisch. Kannst du lassen, musst nicht festmachen. Wo will ich Druck drauf geben? Ja, aber meinen Behälter brauchst du nicht festmachen. Nee, kannst du einfach auch so gar nicht mehr festmachen. Lass mal einfach drin hängen. Provisorisch. Falls wir mal den wieder brauchen oder so. Wieder brauchen? Ja, den müssen wir mal wieder abschrauben irgendwann mal, dann brauchen wir nicht extra. Ach so, für die Zukunft. Ja, ja, genau. Haben wir die anderen Werkstätten auch was davon? Ja, und jetzt kriegst du es nicht hin. Was willst du denn machen? So. Jetzt. Ach, die Leute wollen auch noch was sehen. Einschlagen. Was sagen die? Das ist ja voll langweilig bei euch. Ihr zeigt ja immer nur das gleiche, immer nur Bremsenvideo. Ja. Immer nur Bremsenvideo. Ja, nur Bremsenvideo und Luftfilter und nur Mist. Und voll langweilig. Der Norbert ist sehr gespannt jetzt, pass auf. Ich glaube, der Uli auch. Der Uli wollte. Wo hast du das Werkzeug zum Abdrücken? Im Auto. Draußen? Ja, ist aber zu. Ich hol's mal. Ich geh mal Schlüssel, ich gehe mit den Leuten schnell raus. Wo ist dein Schlüssel? Der liegt auf der Bank, da wo die Zigaretten sind. Wir holen mal Werkzeug. Achso, das war das, wo hinten drin liegt, ne? Bitte? Das, wo ganz hinten drin liegt, da mit dem Top. Mit dem Top drauf. Was bitte? Wo Top drauf steht. Top ja, oben. Ja, genau, damit du es richtig aufmachst. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ein bisschen Werkzeug holen. Boah, ist da heiß drin, ey. Die Milch, die da drin liegt, die kocht doch auch schon. Der Wahnsinn.
So. Gehen wir wieder rein. Ein Wölkchen. Chat hängt bei mir. Ach so. Ach so, warte mal hier. Servus Saul. Servus Delta. Ja, Verbindung ist gerade schlecht, weil ich rausgegangen bin. Warte mal gleich. Gleich ist wieder besser. Gleich ist wieder besser. Moin Saul. Mein Chat, ich habe die gar nicht gesehen. Patrick ist da E30. Ich hatte da die ganze Zeit, keiner schreibt mehr was. Jetzt schreiben sie wieder. Weil mein Chat habe ich noch. Was ist scheiße? Hä? Was? Was ist scheiße? Ja, dass du rausgegangen wegen WLAN. Ja, vergiss nicht die fette Schraube, sonst fällt der Rüssel ab, genau. Ja, wir haben jetzt hier so ein Abdrückwerkzeug. Ne? Mit den ganzen verschiedenen Adaptern, die man halt ja, für die Verstellen. Ja, ich weiß schon, Delta, sorry, ich war gerade draußen. Unser Hotspot steht da oben, da war die Verbindung gerade ein bisschen schlecht. Wir drücken uns das jetzt hier ab, um zu sehen, ob alles dicht ist, dass kein Kühlmittel mehr rauskommt. Müssen wir den passenden Adapter finden, weil es gibt ja 100 verschiedene. Wie viel Bar brauchen wir? Ja, mindestens 0,9, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich glaube, das ist sowieso angezeigt, ne? Mit farbenmäßig, oder? Wie hoch man gehen kann. Genau, also 1,0 ja, Bar maximal. Ja, 1,5. So, jetzt wie gesagt, der Georg baut jetzt Druck auf. Und dann lassen wir aber 5 Minuten. Ne? Genau, und dann schauen wir mal, ob es irgendwo rauskommt. Beziehungsweise, ob er den Druck halten kann. Wenn er den Druck hält, ist natürlich dann sozusagen gut. Dann ist es alles dichtes System. Luft ist von der Dichte geringer. Das Set zum Befüllen, haben wir das da? Ja, ist doch da alles dabei. Ach so, stimmt, genau. Zum Befüllen ist auch, stimmt, das ist ein ganzes Set. Das ist auch zum Befüllen. Da haben wir dann das Teil, das zeigen wir euch. Können wir euch auch noch zeigen. Damit wird das System befüllt. Ach so. Ja, gut. Aber das haben wir schon mal gezeigt, glaube ich, oder? Das haben wir schon öfters mal gezeigt. Ja, bei Tandrin-Video. Alter, der hat ja geschissen, Alter. Das sieht man halt gut, sage ich mal. Das funktioniert ganz gut. Das nimmt halt das Vakuum aus dem ganzen System raus. Beziehungsweise baut ein Vakuum auf. Dann löst man das und dann wird das automatisch vollziehen. Da hat man keine Luft im Kühlsystem. Ist halt ein Vorteil, dass man dann das Auto nicht ewig warm fahren muss und laufen lassen muss, damit es im Kühlkreislauf richtig verteilt wird. Aber haben wir alles da. So, was haben wir? So, genau ein Bar. Genau ein Bar. Den lassen wir jetzt mal liegen ein paar Minuten. Da können wir uns ein bisschen mit euch unterhalten. Dann schauen wir mal, ob er das hält. Also viel verliere ich schon mal nicht, wenn er auch verliert. Also aktuell hält er das. Nimm dir deinen Stuhl. Die Leute wollen mit dir reden. Die haben dir was zum Sagen. Oder andere. Das Set ist zum Befüllen, ja. Also wie gesagt, das Set ist für Gold wert. Mittlerweile kriegt man ja immer von den Herstellern so ganze Sets, wo alles Mögliche drin ist. Deshalb ist es eigentlich ganz praktisch. Ja. Das läuft gar nicht so flüssig, aber das ist jetzt, weil ich auf den Knopf komme. Hier läuft es nicht flüssig, ja. Ja, aber ich denke, wenn man das Set nach eurem Video kauft. Ja, siehst du, zack, Cash. Welches Video? Das Abdrückset für den Kaiser. Ja. Läuft das bei euch flüssig, das Bild, oder hat das so ein bisschen wenig Frames? Weil bei mir schaut es aus, als würde es so ein bisschen ruckeln, aber ich denke, das liegt jetzt bei mir dran, weil ich vorhin auf den Knopf gekommen bin oben. Deshalb weiß ich nicht, ob es bei euch jetzt flüssig läuft, weil er auch so ein bisschen so stottert. Ja, kann man auch mitleben, ist auch nicht so viel. Ja. Genau. Nee, wie gesagt, wir werden jetzt das gleich dann mal gucken, aber bis jetzt schaut es gut aus, geht nichts weg. Ja. 27p, alles gut. Okay. Gut, passt. So soll das sein. Nö. Nächstes Wochenende, wie gesagt, werden wir das mal. Ja, Bildausfälle waren jetzt, weil ich draußen war. Nächste Woche werden wir das Ganze mal auf Twitch streamen. Am Samstag. Link kommt noch. Genau, ich zeige euch das dann, weil ich mache den Kanal, mache ich neu auf. Weil ich habe zwar einen Twitch-Account, aber der passt jetzt nicht so zum Thema, weil das mehr so Gaming ist. Und ich schicke euch dann den Link auf Community-Beitrag, dann können wir nächstes Mal auf Twitch rein. Wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt einen Account machen, wäre aber halt schön, dass ihr uns dann auch ein Follow da lasst. Ne? Ja. Wäre super, da hätten wir gleich ein paar Follower da auf dem Kanal.
Und weil wir möchten es gerne über Twitch streamen, weil Twitch Stream ist ja, glaube ich, denke ich mal doch noch ein bisschen, also ich habe da mehr Möglichkeiten. Man kann auch schönere Sachen machen mit dem Cloudbot, das kann ich euch alles zeigen. Der PC, wie gesagt, der ist gerade in Planung, Norbert. PC kommt und da kann man auch deutlich mehr machen dann mit dem PC. Qualitativ auf jeden Fall mehr und Twitch, auch, genau, Twitch, ja. Unsere Werkstatt ist in Straubing, Delta. Bayern, Straubing. Oh, immer noch. Druck. Druck ist da. Schauen wir mal. Druck ist da. Luft entweicht so schneller als Flüssigkeit. Ja. Sprich, wenn er bei Luft dicht ist, ist er bei Wasser auch. Ja. Nee, aber wie gesagt, wir wollen es auf Twitch mal gern machen, weil ich da mehr Möglichkeiten habe. Da gibt es dann auch so Minispiele, also Live-Minispiele. Ihr könnt dann im Chat mit einem Chat-Command mitspielen. Da laufen hier unten so kleine Mannequins rum, die sich gegenseitig bekämpfen zum Beispiel. Ja? Und der Letzte, ja, der Letzte, der da unten steht, der hat dann Punkte. Macht die ganze Sache mit dem Shop auch einfacher, weil ich möchte, dass ihr mit den Punkten, die ihr in dem Livestream verdient, solltet ihr euch ja mal Sachen holen können. Und das Schöne ist, über Streamlabs kann ich das dann alles so programmieren, dass die Punkte, die im Chat sind, dass ihr die direkt dort ausgeben könnt. Und deshalb möchte ich das Ganze auch auf Twitch umstellen, weil es halt einfach ist. Also die Videos kommen ganz normal auf YouTube, ist klar, kannst du eh nicht bei Twitch hochladen. Aber halt, dass wir beide Plattformen nutzen können, für die Livestream machen wir da und die Videos machen wir auf YouTube, dass wir so ein bisschen flexibler sind und noch mehr machen können mit euch. Und das Schöne ist, da gibt es auch so Marbles on Stream, hast du schon mal gesehen? Das ist auch cool. Also sprich, ich bin der Twitch total. Da kann man zum Beispiel, da kann jeder einen Chat-Command eingeben. Da laufen so, es gibt so Labyrinth für so Murmeln, die laufen dann runter. Der, wo zum ersten unten ankommt, der kriegt die meisten Punkte. Okay. Das ist schon geil gemacht. Okay. Und das möchte ich halt gerne mit euch machen. Ja, weil das will ich da nicht verpassen. Das ist schon cool. Da kann man viel, viel interaktiver das Ganze machen. Und das ist ja der Sinn und Zweck dabei, dass ich deshalb umstellen möchte. Ja. Dass ihr da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten habt, als nur einmal Gamble einzugeben. Ja, YouTube Live ist halt nicht so. Ja, ist schon natürlich ist praktischer, weil ja das Hauptding, sage ich mal, sowieso auf YouTube läuft. Ne? Aber jeder hat seine Vor- und Nachteile. Das ist halt einfach so. Ja. Und natürlich werden die Punkte, die jetzt über YouTube eingespielt sind, natürlich mit übertragen dann. Und Asteroid, das weiß ich nicht, aber da gibt's echt coole Sachen, wirklich. Da gibt's echt coole Sachen. Gibt's echt gute Sachen. So Leute, kommt dann immer. Und? Okay. Als kleine Belohnung. Die ersten, die nächste Woche im Livestream mit dabei sind, kriegen automatisch Moderatorstatus. Und diesen Moderatorstatus ist nicht wie hier bei YouTube, den kriegt nicht jeder. Sondern, was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, du kannst viel mehr machen. Ja, erzähl's. Du kannst wirklich viel mehr machen. Ja, was? Du kannst Leute direkt bannen, also wirklich bannen, nicht wie hier 30 Sekunden, sondern bannen. Wenn die weg sind, sind die weg. Ja. Du kannst natürlich auch die Nachrichten direkt löschen. Du kannst zum Beispiel, wenn ich jetzt Mods habe, die können für mich jetzt zum Beispiel den Titel einstellen vom Stream. Achso. Außerhalb, wenn ich sage, du, Dars oder Norbert, schreib mal im Titel bitte Audi A3 1,9 Liter, bla bla, dann kann der das einstellen als Moderator. Okay. Dann muss ich hier gar nichts einstellen. Das können alles die Mods machen. Also wie gesagt, eure Möglichkeit. Samstag nächste Woche auf Twitch. Die da sind, die kriegen einen Moderator-Status. Gleiche Uhrzeit, gleicher Standort. Genau. Und die können dann ein bisschen mitmischen. Ja. Die können dann auch die Spiele starten zum Beispiel. Wenn ich sage, du pass auf, da hau mal was raus, das macht die Sache schon schmackhaft. Umfragen können sie starten, also Live-Umfragen. Ja, ja. Die können alles machen, das ist halt, sagen wir, das ist schon gut. Was? Ich bin auch überlegt. 80er. Ach, was für ein 80er und 90er Autostyle zu finden ist. Inwiefern meinst du das? Ob ich die coolen Streifen draufklebe. Du meinst du diese zwei Streifen komplett über das Auto? Passt nicht zum jeden Auto. Auf dem 2 Golf nicht. Also, weil du gerade sagst, wegen Samstag, also wir streamen Samstag und Sonntag nächste Woche, also sprich an beiden Tagen kriegt ihr natürlich den Moderator. Ja. Nächstes Wochenende ist Moderator worden. Ich mache sowieso, die Info kommt sowieso in die Community-Beitrag. Auf der Seite, ja, kommt da vorne auf die Dicke. Ich mach's gerne. War so richtig oldschool sind Flammen. Ja. Richtig oldschool. Das hat jeder gemacht, ja. Flammen am Rathaus so. Ja. Wie beim Schwelle habe ich es gemacht. Ich mache einen neuen Dirk. Ich habe zwar noch den KFTV Gaming, aber den habe ich ja nur zum Zocken hergenommen. Nee, ich mache einen eigenen Account fürs Werkstatt. Aber wie gesagt, Link kommt dann. Link kommt alles in der Beschreibung. Kriegt ihr alle Infos, was die Autoaufkleber, ja. Was Autoaufkleber? Autoaufkleber. Ja,
sagt der Norbert. Wegen seinen Beklebung. Ach so. Was auch gern gemacht wurde, waren die Kotflügelseite. Waren diese Marken, zum Beispiel Pirelli, ja, dann die Kumo, ja, die Tieferlegungsmarken. Also sowas war auch immer sehr beliebt. Genau, lustige Tierchen mit Saugnäpfen, alles. Kannst alles dran kleben. Alles. Kannst sogar so lustige Sachen machen, wo du so einen Rollstuhl, also so mit die Omas mit ihren, ja, kennst du das? Ja. Rollator mit die Striche zählen, wie viele Rentner du schon überfahren hast zum Beispiel. Ach so, ja, genau, jetzt zeigen wir mal kurz. Also jetzt haben wir doch so ein paar Minuten dran. Ja. Und wie man sieht, ist immer noch auf ein Bar, also sprich, hat nichts verloren. Die Leitung ist komplett dicht, das System. Perfekt. Das werden wir uns jetzt da dann auffüllen, wenn wir alles zusammengebaut haben. Aber dann habt ihr das schon mal gesehen. Ja, das war nicht gepfuscht. Genau, also es ist alles dicht. Kommt kein Kühlmittel mehr raus, so wie vorher. Vorher war es wirklich extrem. Ist auch Vorteil, das mal vorher kurz mal abzudrücken, weil wenn du es wieder zusammenbaust. Genau, dann musst du wieder alles auseinanderbauen, wenn irgendwo was rauskommt. Dann wieder am Kotzen. Dann musst du suchen und bla 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 und so hast du das eigentlich alles schon gesehen. Aber muss ich noch dazu sagen, Fahrzeuge mit Standheizung verlieren auch sehr gerne über die Standheizung Wasser, gell? Okay. Und dann kommt es aber aus dem Auspuff raus. Bei dem war es aber jetzt offensichtlich. Ja, das war ja offensichtlich. Aber du fragst dich, wo kommt es? Du hast Wasserpumpe neu. Ja. Und die haben es wirklich, die Dichtung von der Wasserpumpe, die wo das Brenngehäuse, ja, mit dem Wasserhaushalt trennt, geht gerne kaputt. Mein Gott, ne. Wir machen Schluss jetzt. Über 2 Stunden. Wir bauen jetzt noch alles zusammen. Ja. Wir gönnen uns nachher noch, wie gesagt, auf Norberts Nacken ein schönes Eis. Ja. Und ein Bierchen. Danke. Wir bedanken uns bei allen, die heute dabei waren, zugeschaut haben. Wie gesagt, nächste Woche geht es auf Twitch. Infos habe ich ja gerade schon mal kurz gegeben. Infos kommen auch noch im Community-Beitrag. Ein Video wird es nächste Woche dann auch nicht geben, weil wir dann wieder live sein werden, 2 Tage. Vielleicht, wenn es gut läuft, machen wir gerne live. Genau, also wir werden es auf jeden Fall live machen. Und wenn es gut ankommt, wie die Leute sagen, die haben da Bock drauf, werden wir natürlich öfters live machen. Einfach, um das ein bisschen zu mischen, live mit Videos. Ja. Ist natürlich ein Vorteil für alle, sage ich mal. Ne? Ja. Ja, in dem Sinne, dann wünschen wir euch einen schönen Sonntag noch, Restsonntag. Ja. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche am Samstag. Infos gibt es dann demnächst auf der Community-Seite. Ja, dann danke euch und bis nächste Woche, gell? Servus. Also, servus. Danke.